Also wir gucken mal. Und ihr schreit. Neues Spiel Plus haben wir nicht. Aber kann später in den Optionen geändert werden. Oben rechts? Was? Wo? Warte. Theoretisch. Ich kann es halt nicht ganz exakt machen, Seppo. Das ist immer das Problem. Sonst sitze ich hier ewig um 3 Tage. Wir können, also wenn das Spiel schon sagt, empfohlen. Und das halt eher nach easy klingt. Wir gucken mal. Ja, komm. Unter den Sternen der Nacht gibt es ein Land, das so alt ist wie die Vorstellungskraft. Also so alt wie ich. In einer Nacht tauchten in diesem Land Labyrinthe voller außergewöhnlicher Schätze und tödlicher Kreaturen auf. Sie nannten sie die Dungeons. Seltsame, sich ständig verändernde Ruinen unbekannter Länder. Oh, das kommt mir bekannt vor. Das ist wie ein Mystery Dungeon. Bald wurde in der Nähe der Dungeons ein Dorf, der ein wenig Neugierigen gegründet. Dies nannten sie Rinoka oder so? Unter den Siedlern streiten zwei Gruppen am hellsten. Helden und Kaufleute. Ruhm und Reichtum. Aber die Dungeons erwiesen sich als zu gefährlich. Oh. Das Leben wurde hart für die Stadt, vor allem für die jungen Besitzer des ältesten Ladens. Will of Moonlighter? Der lange davon träumte, die geheimnisvolle 5. Tür des Dungeons zu öffnen. Schwer, sehr schwer und brutal. Dann spiele ich auf schwer, das stimmt. Ich bin immer froh, wenn Spiele Schwierigkeitsgrade haben. Bei Horizon Zero Dawn habe ich auch auf leicht gespielt und manchmal sogar auf Story gestellt. Huch, was passiert jetzt? Muss ich irgendwas machen? Nee, es läuft gerade automatisch. Das ist fast wie ein Mystery Dungeon. Das ist ja wie bei Donnerstag. Theoretisch müsste das bei euch einigermaßen passen. Ich kann rollen. Ich kann rollen. Okay. Oh, warte, warte. Kann ich nochmal zurück? Kann ich das irgendwie lesen oder so? Nee. Ist aber hübsch. Also klar, pixelig. Aber ich finde für mich persönlich... Hui! Hui! Ist das nichts Negatives? Oh Gott. Ist Moonlighter nicht auch irgendwie von Aua? Entwicklern, die man ganz, ganz toll findet? Durchrollen. Ah, okay, einfach durch die Beine tunneln. Ja, easy. Ich hätte jetzt gesagt, wenn du nicht weiter weißt, rumfurzen. Erster Tod, yay! Oh! Geil, ich habe einen Wischmob, Guys. Ich habe einen Wischmob und ich werde ihn... Aua, ihr tut ganz schön weh. Ich werde ihn benutzen. Macht A und X das gleiche? Oh Gott. Auf X kann ich irgendwas aufladen. Rumfurzen geht immer. Let's go. Oh Gott. Kann ich dich aufmachen? Hallo, Homura. Nein, schade. Okay, ich verstehe. Das ist so ein Spiel. Bildausschnitt, Türen. Was habe ich jetzt wieder kaputt gemacht? Dann sollte das jetzt funktionieren. Interesting. Warte, das ist die Kiste. Das will ich haben. Kann ich das auch irgendwie direkter machen? Schnell bewegen, alle. Haha! Ich habe Dinge gefunden. Hast du dich ein bisschen erholt? Oh, das weiß ich noch nicht.
glaube theoretisch schon. Hallo Timmy, na? Oh Gott, hallo! Hau mich nicht! Ich bin klein und... Aua. Ich bin klein und aua. Okay, was passiert jetzt? Na, wie geht's dir, Timmy? Hallo, Opi. Guck mal, das ist der Schmückkuh. Ein alter Sack mit dickem Bart. Wie du aussiehst. Und ganz alleine. Was soll denn heißen, wie du aussiehst? Ich war beim Friseur, Fräulein. Ruh dich ein Weilchen aus, Will. Bei mir bist du sicher. Ganz gut. Oh, ich bin ein bisschen, immer noch ein bisschen geladen vom Wochenende, vom Zugfahren und Busfahren. Aber es geht langsam wieder, denke ich. Home Shop. Ah. Selbst als Kind hast du dich bereits für Dungeons interessiert. Nette Karten. Kein Zweifel, du bist genauso davon besessen wie der alte Pete. Hey, schlafen? Morgen, Jungchen. Hat sich unser kleiner Händler etwas übernommen? Ach, gar nicht. Will, hör mir zu. Ich will ehrlich mit dir sein. Du bist der Letzte deiner Familie. Niemand außer dir kann sich um den Moonlighter kümmern. Du kannst nicht so weitermachen und alles aufs Spiel setzen. Dein Leben für diesen Unsinn vom fünften Tor zu riskieren, ist dumm. Und 80% waren davon Cutscenes und 50 Tode. Ja, let's go. Ach so, Stichwort... Moment. Stichwort Tode. Ich bin in der... Tunic-Szene, das müssen wir noch rausnehmen hier. Sagt doch jemand was. Lass es einfach auf sich beruhen. Nein, wird das Spiel vorbei. Sammle einfach ein paar Artefakte und verschwinde dann mit deinem Anhänger aus dem Dungeon. Ja, ich drück Sprüche. Danke, Iggy. Und verflixt nochmal, hör auf, deinen Besen als Waffe zu benutzen. Da draußen ist es gefährlich, so ganz allein. Nimm das hier. Das habe ich damals benutzt. Jetzt brauchst du es mehr als ich. Ein Schwert. Schwert und Schild. Na gut, dann hoch mit dir. Du lässt den Tag verstreichen. Kümmere dich um deinen Laden. Sehen wir doch mal, ob wir dir ein paar meiner Tricks in den Schädel hämmern können. Die habe ich von meinem Großvater. Das ist schon so viele Jahre her. Der Großvater vom Großvater. Ur-Urgroßvater. Waren das genug Urs? Kann ich? Nein? Oh, ich will Kisten aufmachen. Um deine Sachen zu erfolgreich zu verkaufen, bedarf es zweier Dinge. Kenne den Wert und die Nachfrage eines Gegenstands. Oh Gott, ich bin so ein schlechter... Also wenn ich auf eBay oder so privat Sachen verkaufe... Keine Ahnung von sowas. Öffne den Laden und lass die Kunden hinein. Okay. Laden öffnen, let's go. Kauf meine Sachen. Kaufen! 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 Yeah! Ich weiß zwar nicht, was ich tue, aber ich habe Geld gemacht. Hast du das gesehen? Der optimale Gesichtsausdruck. Der Gegenstand war weder zu teuer noch zu billig. Achte auf die Gesichter deiner Kunden. Was? Hat der ein Gesicht gemacht? So hat dein Großvater immer herausbekommen, ob die Preise stimmten. Das ist ja wie im Tingelspiel. Und der ist jetzt grumpy, weil es ihm zu teuer ist, oder was? Er überlegt? Ah, okay. Dass der Gegenstand zu teuer war. Das war eine wertvolle Lektion, Jungchen. Kann ich? Denk dran, verkaufe beliebte Gegenstände nicht zu oft. Wenn du den Markt überschwemmst, musst du deine Preise senken. Ja gut, Angebot und Nachfrage, ne? Verkaufe teuer, wenn die Nachfrage oben ist und immer in Maßen. Sieh in dein Händlernotizbuch. Es enthält alle Informationen über Waren und Artefakte, die du entdeckt hast. Reaktion. Also 100 ist perfekt bei der kristallinen Energie. Habe ich verstanden. Die Sonne geht unter, es wird Zeit. Ich gehe besser, den Rest schaffst du sicher alleine. Es liegt an dir, diesen Laden zu alter Größe zurückzuführen. Glaub mir, du hast das im Blut, Will. Mach deinen Großvater stolz. Probier doch in der Zwischenzeit dein neues Schwert aus. Nachts sind dunkel und gefährlich, aber es locken wertvolle Artefakte. Kapitalismus! Kitty kann verkaufen? Ja. Manchmal.
Gute Nacht, Iggy, und viel Spaß im Lurk. Wag dich nur nicht zu weit vor und nutze den Anhänger. Kann ich jetzt irgendwie... kann ich anpassen? Geh jetzt, meine alten Knochen müssen ruhen. Okay. Wollt aber doch mal da rein. Oh, guck mal, das ist ja voll passend zu Halloween so. Ich weiß auch nicht, wo der Dungeon ist. Hallo. Rinoka, was für eine Stadt. Rinoka klingt hübsch. Hübschelig. Und mein Rechner kommt klar. Ich habe kürzlich ein Gerücht gehört, was die Dungeons angeht. Es soll nachts leichter sein, ganz bestimmte Artefakte zu erhalten. Aha, aha, aha. Und wo sind die Dungeons? Ich kenne mich doch nicht aus. Ich habe dich vorhin in den Dungeons gesehen, junger Mann. Hast du mir etwas Mysteriöses mitgebracht? Nee. Masa, mein Sohn, wenn ich dich finde. Oh well, hast du zufällig Masa irgendwo gesehen? Nein, ich habe keine Masern. Hast du wieder neue Kulturartefakte in den Dungeons gefunden, Will? Faszinierend, dass die Gegenstände aus den Dungeons von vollkommen unterschiedlichen Zivilisationen zu stammen scheinen. Sind wir immer noch in der griechischen Mythologie? Rhino-Karl? Was? Ist aber voll hübschelig. Also ich kann generell immer mit Pixel-Stil anfangen. Well, nächstes Mal spielen wir, wenn ich dich besuche. Aber übrigens, wusstet ihr schon, dass Little Nightmares dann das neue Projekt wird? Teil 1 und Teil 2, das sind super kurze Projekte. Wir sind, glaube ich, mit beiden Spielen in 3 Streams durch. Ah, hier lang wahrscheinlich. Dungeons, haha. Kitty rennt erstmal überall rum, außer zu den Dungeons. Also wie immer. Ach, guck mal, es gibt später wohl noch 3 andere Dungeons. Scheinbar. Golem-Dungeon. Für Helden und Händler erlaubter Dungeons. Aha, aha, aha. Ja, vibrier nicht so. Dankeschön. Moonlighter ist ja, glaube ich, von einem Entwicklerstudio. Die haben auch noch irgendwas anderes gemacht, was halt von vielen gefeiert wird. Daran kann ich mich halt erinnern. Kann ich mein Schild? Ich kann auch mein Schild benutzen. Oh Gott. Ich bin ein bisschen clunky. Ich fühle mich clunky. Sagen wir es mal so. Gaslighter. Ha, ja. Bist du nicht der, der mich letztens gekillt hat? Okay. Ich habe ein Schild. Okay. Hat auf jeden Fall, war glaube ich eins von den Spielen mit vielen Fans. Kann ich einfach so? Oh, ich kann. Nice. Ich sammle einfach ganz viel Zeug und verkaufe es. Easy. Das ist okay. Money! Also ich meine, im Videospiel machst du das ja eh ständig, aber hier musst du ja auch noch mit den Preisen hantieren. Das macht es etwas interessanter. Ich will gerade noch mal in den Startraum zurück und schauen. Das hat gerade auch so ein bisschen Vibes von Binding of Isaac. Was halt für mich dann interessant noch wird. Da will ich keine Antworten drauf. Ich will selber ein bisschen gucken. Aber halt zu lernen, wie viel macht es Sinn, dass ich halt alles erkunde. Oder ist es so, let's go, Hauptsache weiterkommen. Das, huch, was ist das denn? Lesen. An jemanden, der hoffentlich mehr Glück hat als ich. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Das seltsame Wesen auf der anderen Seite des Raums hat mich erwischt. Oh, oh. Im Tumult ist mein Anhänger zerbrochen, aber ich würde sagen, ich habe ihm ganz schön zugesetzt. Er hat bemerkt, dass ich ihn in der Nähe der Kammer des Wächters beobachtet habe. Was für ein Ding? Auf der Flucht hat er einige Gegenstände verloren. Einer davon, eine Karte, ein Diagramm, was auch immer es ist. Ich hatte recht. Sie hielten mich für verrückt. Meinten, ich hätte nicht mal alle Tasten im Schrank. Habe ich auch nicht. Aber ich hatte die ganze Zeit recht. Jeder Wächter in jedem Dungeon muss eine Art Schlüssel besitzen. Ah, quasi Bosse oder was? Sie alle sind mit Schlössern an einem großen Tor außerhalb verbunden. Das 5. Tor von Rinoka. Leider werde ich nicht da sein, wenn es sich öffnet. Ist das ein Spiel, was man durchspielt, oder ist das so ein endloses Spiel? Wer auch immer mich findet, möge mir den Gestank verzeihen. Aber das Diagramm muss hier irgendwo sein. Bitte, öffne das 5. Tor von Rinoka. Du bist ein Quasselkopf. Diese Dungeons sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Der quasselt genauso viel wie Nier schon Mystery Dungeon. Boah, es wird mich tot machen.
Sollte alle rauslassen. Jetzt muss ich nur komische Kreatur jagen, die mein Zeugsins gemobst hat. Ich mag, dass er Zeugsins sagst. Sag jetzt auch immer Zeugsins. Oh, Boss wird richtig böse sein. Huch, was? Ich habe ein Diagramm gefunden. Mache alle 4 Dungeons für das 5. Tor oder so? We will see. Huch, hallo, na? Was? Ich verstehe Dinge. Kann das sein, dass meine Tasche gerade voll ist? Oder was? Was ist... Was? Stunden... Oh! Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Was ich hier tue. Aber... Das ist nichts Neues. Ich tue erstmal Dinge. Ah, der junge Eigentümer des Moonlighter ist zurückgekehrt. Sieht aus, als kämst du in einem Stück zurück. Yay! Sag bloß, du hast gelernt, den Anhänger richtig einzusetzen. Ich glaube schon. Das wurde auch Zeit, Junge. Was hast du denn da? Ist das eine Karte der Dungeons? Wo hast du die her? Du hast den alten Pete gefunden? Ja. Tod also. Siehst du, das ist das Schicksal, das dich erwartet, wenn du dem nachjagst, was hinter dem Tor liegt. Lass einfach die Finger davon, Will. Nee. Nimm einfach die Artefakte aus dem Golem-Dungeon und kümmere dich um den Moonlighter. Anderes Thema. Mir sind einige Anhänger am schwarzen Brett aufgefallen. Könnten dich interessieren. Einige Händler wollen wohl ihre Läden in Rinoka eröffnen. Wieder etwas Leben in die Stadt bringen. Offenbar brauchen sie aber zunächst etwas Startkapital. Oh. Vielleicht kannst du ihnen ja aushelfen. Es wäre schön, die Stadt wieder so lebendig zu sehen wie früher. Also ich habe mittlerweile aus dem Chat rausgehört, die meisten Leute mögen Vorlesen aus, was ist unwichtiger Stuff, wenn man halt oft oh Mini, du bist so süß, oft nicht so ganz hinguckt. Investitionen. Sie verhaut gerade im Schlaf ihren Schwanz. Oh mein Gott, ist das süß. Vulkanschmiede. Materialien und Kleingeld für Waffen, klingt geil. Und Ausrüstung. Tränke. Ja, jetzt rennt sie wie irre rum, weil ihr Schwanz... Oh Gott. Le Marchand! Klingt nach einem Supermarkt. Dem Bankier, ein Wanderkrämer. Können wir uns noch lange nicht leisten. Shoppu! Laden, Level 1. Oh Gott, 8000, ist kein Problem. Ladenerweiterung, oh oh. Billige Verkaufsbox. Eiserne Kasse. Ja, macht mal Trinkgeld. Let's go. Wolkenbett. Kleine Truhe. Aha. Ja, ich will die Vulkanschmiede haben. Let's go. Gebt mir all euer Geld. Kann ich jetzt hier wieder Dinge verkaufen? Kann ich irgendwie? Okay. Bop. Pass auf. Ich kann bestimmt. Jetzt ist halt die Frage. Scheiße, ich habe keine Ahnung. Wir nehmen mal einen Golemkern. Wir nehmen den Zahnstein. Und wir nehmen die Wurzel und wir haben keine Ahnung, was kostet. Aber das ist vollkommen okay. Ich rate einfach mal. Das wollte ich nicht. Wie, was? Ich tue Dinge. Okay, so, 500, nein, 50, ach so, für alle, ja, das ist okay. Kann ich aufmachen? Nee, ich muss schlafen. Kauft mal hier Dinge, Kinder. Oh, was ist das? Was ist das? Ach so, okay. Ich wollte schon ganz aufgeregt sein, aber das ist ja das Gleiche wie immer. Das kenne ich ja schon. Öffnen? Ich kann es endlich, ich kann Sachen lagern. Na, endlich. Hier. Geil. Was ist das? Doch eine Kiste. Ich habe Kisten.
Also morgen, also tagsüber verkaufen und nachts Leute verkloppen. Das krieg ich hin. Okay, pass auf. Entweder habe ich jetzt alles viel zu teuer oder unter Wert. Schauen wir mal. Ich hoffe, ich kann auch zwischendurch anpassen. Also der Kristall muss ja passen, ne? So, den Kristall kauft er. Die Stöckchen sind ihm zu teuer. Da müssen wir gleich nochmal hin. Die Stöckchen sind zu teuer. Da machen wir mal 20. Und ich kenne mich doch nicht aus. Hat er gerade wieder gegrummt? Ich glaube, der hat wieder gegrummt. Kann das sein? Sorry, ich bin noch super langsam. Oh Gott, ich mache schon wieder alles kaputt. So vielleicht? Könnt ihr mal was kaufen, statt zu meckern? Das ist zu teuer. Das ist ein bisschen zu teuer. Also wie ich das verstehe, ist das hier viel zu teuer. Und das hier nur ein bisschen. Vielleicht verstehe ich das ja richtig. Das heißt, das hier muss noch weiter runter. So. Ich habe doch keine Ahnung so. Das ist auch zu teuer. Nee, das hier. War der hier? Gehen wir mal auf 20. Ich habe keine Ahnung. Warte. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ist das so gedacht, was ich hier tue? Oh, die waren gerade ein bisschen günstig, so habe ich gesehen. Auf was hatte ich die eingestellt? Keine Ahnung. Irgendwie so. Hä? Warte, der war auch noch zu teuer. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Außer Menüs rumfrickeln. Okay. Das müsstest du doch kaufen, Fräulein. Was ist dein Problem? Ich bin voll geldgierig so, ne? Kauf mal Scheiß mal! Zu teuer, okay. Kann ich eigentlich wieder zumachen, oder? Ich kann euch einfach rausschmeißen, okay. Was?
Okay, pass auf, wir kaufen die Vulkanschmiede. Und da... Dinge. Gehen wir in den Dungeon. Ich bin keine gute Geschäftsfrau. Kann ich jetzt darüber? Hallo? Ah. Sprechen. Andre, hey Kleiner, du bist Will, oder? Der meine Schmiedekünste angeheuert hat, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin Andre, Schmied mit Leib und Seele, der Beste weit und breit. Du bist auch der Einzige weit und breit. Brauchst du neue Waffen oder Rüstungen? Sind deine Schilde verbeult? Dann schau in der Vulkanschmiede vorbei. Was ist das? Was ist das? Ich kann Sachen aufwerten. Aha. Ich muss mal kurz mein Zeug holen. Moment. Ich glaube, ein bisschen was von seinem Kram habe ich. Ich glaube, der Kram war den Leuten allen zu teuer. Warte. Ich nehme das erstmal alles mit. Weil, soweit ich verstanden habe, führe ich ja auch ein Buch über diese Preissachen. Warte, der will auch Geld, ne? Scheiße. Ja, mein Leder habe ich, glaube ich, verkauft. Ach so, ja, der will halt noch Geld. Oh Gott, ich hab doch kein Geld, Junge. Das ist doof. Dann gehen wir erstmal in den Dungeon. Ich bin sehr verwirrt von diesem Verkaufssystem. Es fühlt sich noch super langwierig an. Aber ich glaube, das liegt eher an mir als am Spiel, würde ich jetzt mal behaupten. Da will ich übrigens lang, immer noch. Schauen wir noch mal in den Dungeon rein und dann verkaufen wir mehr Zeug. Und dann gucken wir mal. Ich werde mich hier schon eingrooven. Wann haben wir mit Moonlighter angefangen? Ich wollte eigentlich dann nach einer Stunde mal fragen, ob wir weitermachen wollen. Hier, es fängt ja schon super an, was ich hier tue, ne? So. Ah! Gib mir alles. Im Zweifelsfall nehme ich alles. Oh Gott. Okay, ich hab's im Griff. Ich habe allerdings eine Frage. Warte. Warum? Ach so, ich habe hier zwei Sachen. Ah, ich wollte schon fragen, warum ich mit dem Besen rumlaufe. Holy shit. Ich verstehe Dinge. Hat einer von euch auf die Zeit geachtet, wann wir mit Moonlighter angefangen haben? Ungefähr? Wahrscheinlich. Nee, oh Gott. Na, das wollte ich nicht. Wenn ich sterbe, ist dann mein Loot weg? Wahrscheinlich, ha? Drecksack. Ich vermute, wir werden es rausfinden. Huch. Ach so, da kann ich lang. Ich muss mich noch ein bisschen... Was ist das? Oh, ich kann mich heilen. Perfekt. Hui! Lesen. Ich meine, es sah ja schon aus wie eine heiße Quelle. Warum verschwinden unsere Geräte? Ganze Kammern voll wertvoller Mineralien bleiben unangetastet. Aber Lagerräume und Kisten mit unseren grundlegenden Geräten verschwinden regelmäßig. Wa? 19.20 Uhr, danke Udo. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe Salat im Ofen. Oh Gott. Hallo, na? Ich sagte, ich habe Salat in meinem Waschbären. Das war jetzt mehr Glück als Verstand.
kann ich da noch mal rein und mich heilen? Aber das sieht jetzt aus, als hätte ich die Ebene geschafft, so. Hallo? Hallo? Es ist halt die Frage. Aber ich will wahrscheinlich da weiter, ha? Huh? Wir gucken mal. Es hat starke Binding of Isaac Vibes. Definitiv. Huch. Golem Dungeon 2. War das gut oder schlecht von mir? Ich weiß es nicht. Das ist eins der seltsamen Geräte, die die Kreatur hat fallen lassen. Weißt du, was ein Goldirse ist? Geil, gib mir. So ungefähr funktioniert dieses Teil. Jeden Gegenstand, den man darauf platziert, verwandelt es in Gold. Super praktisch, wenn man etwas Gold für den Anhänger benötigt. Es sieht aus wie ein Spiegel, also nenne ich es einfach Spiegel. Je einfacher, desto besser. Ich frage mich allerdings, wohin die Dinge verschwinden, die man mit Hilfe des Spiegels in Gold verwandelt. Und kriege ich bei dem Tauschgeschäft überhaupt genug raus? Wahrscheinlich nicht. Okay. Cool. Habe ich verstanden. Nicht alle auf einmal, bitte. Nicht alle auf einmal. Bitte stellen Sie sich hinten an. Ah, ich verstehe. Ich verliere dann die Sachen da unten und die da oben behalte ich. Und ich könnte jetzt einfach zur Stadt gehen. Und wieder Zeug verkaufen oder in Geld kommen. Oder ich sag halt wirklich so, hey, ich will wieder in den Dungeon. Die Frage ist halt natürlich, was macht am meisten Sinn? Das ist die spannende Frage des Tages. Und halt die große Frage, spiele ich das Spiel richtig? Ist hier was Neues? Le Marchand! Das klingt natürlich interessant. Warte mal. Was mich jetzt interessieren würde... Nee. Kann ich anhand dieser Sachen sagen... Wieso steht da eine 3000? Hä? Was? 275? 2. Also die Ranke ist wahrscheinlich 2 Münzen wert. Und je höher, desto teurer. Wäre jetzt meine Logik. Das heißt, wenn ich Geld haben möchte, verkaufe ich am besten den Hartstahl und den Stoff und den Weißstein. Ich habe Hartstahl und Stoff habe ich schon mal. So, pass auf. Wir machen das jetzt ganz langsam. Und irgendwas mit Weiß. Ich habe schon wieder vergessen. Weißstein, genau. Ah, guck mal. Maximal 5 Stück auf einmal. Das heißt, warte mal. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Hier ist das Golem-Zeug. Hartstahl. Steht die 275 jetzt? Für was steht die 275? Wahrscheinlich für den Stoff. Probieren wir mal aus. 275. Dann mache ich den Stahl mache ich dann auf 300. Und dann habe ich noch das Weißgedönse. Den Weißstein. Ja, keine Ahnung, 100 oder so. Machen wir mal 120. Machen wir mal 120. So. Ich habe doch keine Ahnung, was ich hier tue. Ich könnte mal wieder Sachen verkaufen. Als Spiele und sowas. Kauft!
Ihr sollt nicht nur rumlatschen. Ihr sollt kaufen. Kaufen. Der nimmt den. Die nimmt den auch. Okay, habe ich unter Wert verkauft. Sehe ich. Der nimmt den auch. Okay, das heißt, ich habe das schon mal richtig gedeutet. Guck mal, ich krieg Geld. Der nimmt den auch. Cool. Ich glaube, wir verkaufen erstmal jede Menge. Jetzt muss ich gerade mal in meinen Dingens gucken. Zahnstein verkaufen hört sich erstklassig an. Also wir haben Golem, uraltes Gefäß, Weißstein. Oh Gott, also 120 war dafür. Wir machen mal das alte Gefäß auf 120. Der Golemkern war da drunter. Dann machen wir den auf 100. Der Eisenbarren. Ne, was haben wir hier? Zahnstein und reichhaltiges Gelee. Das reichhaltige Gelee ist quasi nichts wert. Machen wir mal auf 5. Und was haben wir? Zahnstein. Oh Gott, weiß ich nicht. 10? Warte, die Wurzel war für 5. Das heißt, der Zahnstein ist weniger wert. 3 oder so. Warte. Wo ist jetzt das rote Ding? Hä? Wo ist das reichhaltige Gelee? Wo Gelee? Gelee, 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 Gelee. Ich habe kein reichhaltiges Gelee. Was? Was? Doch, ich habe ein reichhaltiges... Nee, habe ich nicht. Doch, habe ich. 5 Münzen, sag ich doch. Hä? Was? Ich bin verwirrt. Guten Morgen. Quasi, ich verkaufe den Stuff, den ich nicht haben will. Ah, verdammt. Na gut. Und den Rest, dann kann ich Upgrades kaufen und so. Das ist okay. Ich verstehe Dinge. Manchmal. Ich brauche erstmal ganz viel Geld. Haben wir die Eisenbarren schon mal verkauft? Pasuff. Für 20 war ein bisschen wenig. Da machen wir mal 35. So. Schleifstein. Hat jemand bei Zahnstein aufgepasst? Nein, ich auch nicht. 3 war zu günstig. Dann haben wir Schleifstein. Ein bisschen weniger als Eisenbarren. Sagen wir mal 25. Kitty, die Geschäftsfrau. Geld! Blech, Geld. Ich bin gehuckt, glaube ich. Seid ihr auch schon gehuckt? Kann man das irgendwie beschleunigen? Dem ist das zu teuer, das dem auch zu teuer. Huch, nein! Ich hasse es, wenn mir das passiert. 15? Weiß nicht. Wie, das dir zu teuer? Chill! Also ich meine, wenn du Dinge zu einem Spottpreis verkaufst, also zum Beispiel, das bin ich halt auf eBay. Also ich bin eh nett. Ich verhökere die Sachen schon zu einem normalen Preis, aber jetzt nicht so, dass ich über den Tisch gezogen werde. Aber es ist mir lieber, dass ich was zu einem schlechteren Preis loswerde, als dass ich drauf sitzen bleibe. Das liegt halt eh rum. Kauft er das jetzt trotzdem, obwohl er das blöd findet? Hä? Was habe ich jetzt wieder verpasst? Was?
Fand er das gerade blöd? Was? Habe ich gerade falsch ge... Also ich meine, ich bin ein Blindfisch, ich weiß, aber what? Eisenbarren. Also es wird auch zwischendurch gekauft, wenn es zu teuer ist, ja? Okay. Das heißt, wir gehen auf, sagen wir mal, 28. Das uralte Gefäß hatten wir, glaube ich, schon. Jetzt muss ich halt mal gucken. Für 100 war perfekt. Dann haben wir die Ranke und die Wurzel. 5 passt. Die Ranke ist quasi nichts wert. Gut, dann haben wir es dann. Oh, es wird dunkel, ihr müsst aber meine Sachen kaufen. No! Mann, was? Ich habe da mehr Spaß dran, als ich sollte vielleicht. So. Dann gehen wir halt auf 25, du Drecksau. Sei nicht so geizig. Was war auch noch? Potion Permit oder so, habe ich bei ein paar Leuten gesehen. Soll auch super interessant sein. Klar, ist ein bisschen grindy, aber ich meine, Graveyard Keeper ist auch grindy und hat trotzdem relativ Laune gemacht. Bei Potion Permit könnte ich eigentlich mal Miss Hinako fragen, wie das so ist. Sie hat das ja, glaube ich, durchgespielt. Ja, Fräulein, kauf halt. Macht jetzt hier nicht so ein Fass auf wegen... Oh Gott, Leute. Ey, guck mal, der Opi ist voll nett. Der kauft auch Sachen, die eigentlich zu teuer sind. Geil. Grindy sind diese Spiele doch alle irgendwo. Das stimmt. Ich habe ganz schön Geld gemacht. Die Frage ist halt, wenn ich jetzt sterbe, ist dann mein Geld futsch? Das wäre schlecht. So, und so wie ich ihn verstehe, brauche ich das Zeug und das Geld. Habe ich noch Zeug im Inventar? Warte mal. Nicht viel, okay. Du sollst ja auch Spielzeit zusammenbekommen, ne, Udo? Le Marchand wäre halt, glaube ich, geil. Kann ich mir was für meinen Shop leisten? Eine billige Verkaufsbox. Abenteuern am Morgen zusätzliches Lebens gekauft. Ich bin Nupp. Bei Potion Permit gibt es eine Demo auf 7. Das klingt geil. Ich will nicht mein Zeug wechseln. Ich mag das nicht. Ich komme immer auf LB. Das ist voll doof. Und ich weiß nicht, was RT ist, aber wahrscheinlich ein Heiltrank. Ich bin noch voll verwirrt. Gehst du da bitte rein? Fräulein? Dankeschön. Ja, bei Potion Permit macht mir halt ein bisschen Sorge, dass es relativ grindy sein soll. Was stört dich an Power? Oh Gott, Potion Permit El Seppo? Wahrscheinlich, dass es oh Gott. Hallo? Das hat mich gerade voll irritiert, was der da gemacht hat. Ich bin verwirrt. Hör auf damit. Ich lass mir gerade voll von so Noob-Gegnern geben. Wieso sind da so Symbole? Muss links oder rechts in der Tasche sein. Was? Hä? Ich bin schon wieder verwirrt. Oh Gott. Schade. Ich dachte, ich komme hier rechtzeitig raus. Wie ein Holzhacker. Und dann noch Screen zucken. Schade. Wenn ich RT drücke, werde ich geheilt. Okay, das wollte ich wissen. Hier lag übrigens noch Loot rum. Lesen. Heute habe ich zum ersten Mal diese mysteriösen Dunkelhorns betreten. Sie wurden nicht weit von Rinoka entdeckt. Einem kleinen, schnuckeligen Dorf gleich nördlich des Kraters. Man kann sagen, dass sie recht außergewöhnlich sind.
Beliebig viele Abenteurer können gleichzeitig einen Dungeon betreten, aber jeder von ihnen muss ihn allein erkunden. Oh, diese Dungeons scheinen sich nach der jeweiligen Person auszurichten. Ein einzigartiges Labyrinth für jeden. Niemals derselbe Aufbau. Das gibt einem jedoch zu denken, wenn sich niemand in einem Dungeon befindet. Existiert er dann? Jetzt strömen sie alle in den Dungeons, um ihre Schätze zu erhaschen. Völlig ungeachtet der Gefahren, die von ihren Bewohnern ausgehen. Nur für etwas Gold und Ruhm. Aber nicht ich. Nein, mir geht es um die großen Fragen. Woher sind diese Dungeons gekommen? Warum verändern sie sich immer und immer wieder? Und warum sind sie mit sagenhaften Schätzen gefüllt? Ich bin nicht auf der Suche nach was. Ich bin auf der Suche nach dem Wie und Warum. Die mysteriösen Dungeons. Ja, ich sag doch, das ist wie ein Mystery Dungeon. Wo ist Niersch? Niersch kennt sich mit mysteriösen Dungeons aus. Niersch ist ein Buffy Tragosso. Hier irgendwas, außer dass ich lesen kann und Story bekomme? Ich glaube nicht. Aber interesting. Definitiv. Oh Gott. Aua. Ich wollte gerade noch erwähnen, dass ich ein Schild habe. Dankeschön. Scheiße. Ich bin fast tot. Aber rein theoretisch, lohnt sich das ja, wenn man... Was? Ich bin auch leicht verwirrt, okay? So müsste man halt auswendig wissen... Was waren die Dinger wert? Aber Golemkern war relativ wenig. Eisenbarren war noch weniger. Oh, ist das dumm. Können die das nicht einfach direkt im Menü anzeigen, was die Dinger wert sind? So? Das wäre zu einfach, ich weiß. Ich bin ja gleich schon wieder tot. Oh. Easy. Haha. Ich glaube, das waren halt alles relativ, also nicht so wertvolle Sachen, so. Oh Gott. Ich krieg das hin. Sagte sie und starb. Scheiße. Okay, wir machen mal ein Vote auf. Warum bin ich jetzt wieder hier? Ich bin verwirrt. Habe ich irgendwas gedrückt? Was? Warum bin ich wieder im Dungeon? Wenn der Grind etwas weniger wäre und Bugs behoben, wäre es ein nettes kleines Spiel für zwischendurch. Das hört sich ja grundsätzlich gut an. Also als wäre es grundsätzlich... Oh Gott. Ich verstehe Dinge. Grundsätzlich ein guter Ansatz bei Potion Permit, aber es würde halt noch was fehlen so. Hallo, Miss Hinako. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Breaking News und so. Willkommen zurück. Ah! Ich drücke immer noch die falsche Schultertaste so. Und ich bin langsam. Das ist nicht gut. Ich krieg das hin. Oh. Danke, Udo. Mac Lieb's. Und ich bin ein blinder Fisch, offensichtlich. Ich komme so ganz noch nicht auf das Verkaufssystem klar. Aber ansonsten finde ich super spannend. Ich wünsche nur hier, wenn ich über die Sachen habe, dass es mir direkt sagen würde, ja, das war so und so viel wert. Unique Selling Point, das Behandeln von Leuten, weniger Holzhacken. Ich meine, lass mich kurz nicht sterben. Ich halte einfach die Klappe. Ach so, ich habe wahrscheinlich erneut Spielen gedrückt. Das Problem hatte ich auch bei Graveyard Keeper El Seppo. Zu grindy, aber ansonsten geil.
Pass auf, wir machen mal eine Umfrage. Neue Abstimmung. Mehr Moonleiter. Leiter. Wollen wir die Leiter weiterklettern? Ja oder nein? Während ihr abstimmt, mache ich in der Zwischenzeit weiter. Aber vielleicht wird es, also die Frage ist halt, wird es bei Potion Permit noch irgendwie bearbeitet oder so? Oder eher nicht so? Jetzt muss ich halt wieder gucken. Gießereireste. Also Hartstahl haben wir ja. Gießereireste wären so zwischen 100 und ja, wahrscheinlich so 120, sage ich jetzt mal. So, dann haben wir hier ein kaputtes Schwert. Das wäre, weiß ich nicht, 180? Ah, oh Gott. Das hat, glaube ich, gepasst mit dem Golemkern. Und der Hartstahl hat auch gepasst. Perfekt. Ja, ich meine, Elseppo, ja, das mit dem Grind fühle ich halt sehr. Ich habe irgendwann Graveyard Keeper halt nicht mehr weitergespielt. Und es muss halt ausgewogen sein. Es muss halt auch Spaß machen. So, während ihr votet, verkaufe ich mal mein Zeug. Also grundsätzlich macht es ja mehr Sinn, sich aus dem Dungeon zu verpissen, weil du schon weitaus mehr Loot bekommst. Das, was du beim Sterben nur mitbekommst, ist ja ein absoluter Witz. Das ist ein bisschen zu teuer. Das passen wir direkt mal an. Oh oh. Da war wieder was zu billig. Da sind wieder die Opis. Die Opis kaufen schon mal überteuerte Sachen. Okay. Stoff. Was kostet Stoff? 275. Ja gut, können wir so lassen. Du merkst dir wahrscheinlich mit der Zeit auch nach Motto, ah ja, das waren Sachen, die bringen gut Geld und das sind Sachen, die kannst du dir woanders, ja, die kannst du vergessen. So quasi. Ich habe ja auch Tingle's Rosie Rupee Land gespielt. Daran erinnert mich das ein bisschen. Votet mal schneller. Ach so, ich hab noch. Moment, ich hab doch noch. Warum hat er denn nur eins davon verkauft? Hä? Warte. Aber, hä? Warum will er da? Hä? Eben wollte das doch jemand. Okay, wir spielen weiter. Einer von euch mag das Spiel nicht. Nein, passt schon. Kaufst du das jetzt mal? Okay, da ist der Sweet Spot. Geht so, ich hab nichts mehr. Also ich habe Potion Permit bei irgendeinem Streamer mal kurzzeitig gesehen. Und ich fand es halt schon interessant. Mal schauen, ob sich da noch was tut. Hör mal erstmal das hier auf. Ich habe gehört, Upgrades sind immer gut in Videospielen. Ich habe noch was in der Tasche. Hä? Was habe ich denn noch in der Tasche? Kann ich das irgendwie. Ah, ich kann das bestimmt auch verkaufen, oder? Shop Dungeon Abenteuerspiele. Aber da ich gerade nicht im Verkaufen bin. Also mal gucken, Moonlighter, ich höre viel Gutes. Oh, ein Kunde. Tut mir leid, dieses Buch ist einfach so gut. Fühle ich. Alles klar, komm wieder auf den Boden. Also, ich bin Eris und Betreiberin des Hölzernen Huts. Ich bin deine Hexe, wenn es um Verzauberung oder Tränke geht. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Es sei denn, ich lese gerade ein gutes Buch. Nice. Was würdest du herstellen? Tränke.
Warte, ich will erst mal gucken. Okay, also Tränke will ich natürlich haben. Verzauberung. Okay, ich verstehe Dinge. Pass auf, der Besen, wenn man den komplett durchbufft, ist am Ende eine der besten Waffen. Das würde mich nicht wundern, so. Mach mal LP-Trank, let's go. 5 Stück. Gönn. Muss ich das Ding noch ausrüsten oder so? Okay. Muss ich. God of War, ist es nächste Woche schon soweit? God of Woods, ach Gott, Udo, please. Also ich finde es interessant. Wie gesagt, ich habe mir auch nicht umsonst Graveyard Keeper damals gekauft. Aber das Balancing, wie, wer war das, glaube ich, Udo so schön sagt? Grindy, ja, aber irgendwie übertreiben die da gerne, kann das sein? Hier, versuchen wir es nochmal. Ich halte einfach meine Finger an den Schultertasten da unten. Dann wird das schon gehen. Dass ich vielleicht weniger durcheinander komme. Was ist das da unten? Warum ist das so glitschig? Ich vertraue dem nicht. Ich hätte gerne so eine Fernkampfwaffe, weißt du? So Pfeil und Bogen. Einfach drauf snipern. Okay, das ist einfach nur... Das ist vorhanden. Ja, das kannst du machen. Gerade ist okay. Oh Gott. Der kann ja auch hauen und nicht nur festhalten so. Das weiß ich doch nicht. Mach du sowas nicht. Das ist unfair. Hallo. Oh Gott. Haha, guck mal. Wenn sie sich konzentriert, läuft es ja schon fast. Kaputtes Schwert. Herzstahl. Gib her. Ach, ich kann... Aha. Mach die Sachen kaputt. Oh oh. Das war nicht ganz mein Plan. Ich lerne Dinge. Guck mal, da liegt eine Leiche. Warte, wo war Rollen? Da. Oh, ich habe ihm Trank abgenommen. Oh Gott, das fühlt sich gerade ein bisschen dreckig an so. Ich darf wieder lesen. Heute wurden mir wortwörtlich Steine in den Weg gelegt. Genauer gesagt wurde ich von einem lebendigen Stein angegriffen. Warte, was? Kann man sich sowas vorstellen? Ein Stein, der sich von alleine bewegt. Ich tat, was jeder vernünftige Mensch in dieser Lage tun würde. Schreiend davonlaufen. Ich habe ihn beide übergezogen. Erst auf dem Boden zerbröselt und hinterließ ein steinernes Herz. Ein Kern, wie wir ihn jetzt nennen. Einer der vielen Schätze, die man nur in diesem Dungeon bekommt. Viel Spaß, Timmy. Danke fürs Reinschauen. Gefunden bei einer Wache, die man nur in diesem Dungeon antrifft. Jeder der Dungeons sticht durch sein einzigartiges Inneres hinaus, als wäre er Teil einer eigenen Kultur. Ja gut, das macht ja auch Sinn. Es ist halt, oh Gott. Wie nennt man nochmal das Genre, was auch Binding of Isaac ist? Roguelike, genau. Aber ein, so wie ich bei How Long to Beat rauslese, eins der, wie sagt man, kürzeren Sorte? Ich glaube, ich muss... Ha, ja, mehr rollen. Regner! Oh Gott. Jeder bringt mich schon wieder aus dem Konzept. Vielen lieben Dank für dein Sub. Gift an Timmy. Dankeschön. Soll es heißen, Timmy, bleib mal länger hier. Du hast jetzt ein Sub-Gift. Oh Gott, Runen, die sind bestimmt viel wert. Geil. Wasserlampe. Das schöne Rückkehr einen Gegenstand in gezeigter Richtung, wa? Das heißt, wenn ich nicht möchte, dass das Ding das tut... Packe ich es hier hin. Und ihr seid wahrscheinlich viel wert. Was? Fluch. Das heißt, ich kann wahrscheinlich sowas hier machen. Ah, oh, ich verstehe Dinge. Das war relativ viel wert. Das habe ich mir gemerkt. Und beim Rest weiß ich es nicht mehr. Für El Seppo auch. Dankeschön, Rena. Hashtag Rena leben. Leben? Leben wir Rena? Ich habe gerade keine Leute auf den Ohren. Ich muss das mal ganz schnell reparieren.
Dankeschön, vielen lieben Dank. Hallo? OBS? Wavelinks. Nee. Wavelinks-System. Warum habe ich das gemutet? Ha. Das könnte erklären, warum ich keinen. Nur noch 74 Subs. Dann. Will ich fragen? Bitte nicht alle auf einmal. Ich glaube, wenn nur alle auf einmal, dann, ja, dann bin ich durch. Oh. Oh Gott. Wie war das mit Stein, der auf mich zurollt und so? Oh Gott. Ja, aber der Text meinte doch einfach, er hat draufgehauen auf den Stein. Ha, ja, ja, trink den Trank. Oh, er hat ein Gesicht. Habt ihr das Gesicht auch gesehen? Ah, die Tür ist wieder offen. Wir können gehen. Und wieso ist hier... Was? Was? Wo bin ich? Kitty überfordert. Oh Gott. Sieh ich mit Udo gleich. Oh Gott. Kloppe ich dann um den ersten Platz, Rena? Sorry, ich bin gerade hart verwirrt, was hier abgeht. Dinge passieren. So. Das ist bestimmt auch wertvoll. Was? Sorry, ich bin überfordert. So, die kann ich ja zusammenlegen, ne? Also, das sind verschiedene Stacks. Okay, okay. Sortieren. Sortiert nach Preis. Schaut mal da, was ich hier gefunden habe. Das macht einiges leichter. So heißt es, die teuren Sachen sind jetzt hier oben. Stimmt. Stimmt, sind das voll die teuren, geilen Sachen. Ich glaube, ich verpiesel mich mal lieber. Tschüss. Also alles wie immer. Wir machen jetzt mal Geld. Ist ja auch wie immer. Aber wenn ich mal drauf kommen würde, welches Entwicklerstudio das war, ne? Also, wir haben Starkblätter und Lebenssaft. Das heißt, das war gerade ein Weg in den anderen Dungeon quasi, so für einen Abschnitt. Also hier ist 1275. Das heißt, wir machen den Lebenssaft mal auf 800. Warte, sind die... Hä? Die Starkblätter sind ein bisschen weniger wert. Machen wir mal 500? Dann haben wir Goldruhen und Weißstein. Die Goldruhen. Also das wären 300. Dann machen wir mal 320. Der Weißstein hat, glaube ich, gepasst. Nee, der Weißstein war ein bisschen unter Wert. Reda, please. Udo so, oh oh. Ja, komm. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Geben Sie mir Ihr Geld. Danach gehe ich erstmal gucken. Das ist schon mal zu teuer. Sei nicht so, Opi. Opi! Sei nicht so. Gebt mir euer Geld. Ich meine, was? Ach nee, hat Rina ja schon gemacht. Nein, nein, alles gut. Das ist zu teuer. Das ist auch zu teuer. Gehen wir mal runter. Oh, immer noch zu günstig oder was?
Ja, was ist da los? Das war, glaube ich, passend. Ja. Das würde ich noch gern verkaufen. Und das eigentlich auch. Florafleisch und Blütenblätter. Also Florafleisch vielleicht so 65. Und Blütenblätter, sagen wir mal 75. Das lohnt sich richtig, wenn man so einen Waldraum findet. Hä, hat der gerade gar nicht reagiert? Oh oh. Egal, ich hab Geld. Wieso brennt die Alte? Wieso hat die Feuer im Rucksack? Ist das Lunara oder was? Ach nee, das soll wahrscheinlich Weizen sein, ha? Huh? Das passt ihm, aber das ist noch zu teuer. Kann ich mal auf 500 gehen? Also entweder sind die Opis super großzügig oder super grumpy. Also quasi wie im Real Life. Kommt. Das sieht voll aus, als würde die brennen. Sag mal. Was ist euer Problem? Kauft das mal. Hallo. Bitte kaufen Sie mein Zeug. Ach so, wenn ihr mein Zeug kaufen wollt, Ausrufezeichen Merch. Nein, Quatsch. Aber wenn ihr tatsächlich Emotes haben wollt mit Merch, unter Ausrufezeichen Merch oder Gewinnspanne, findet ihr da Dinge. Es gibt da ganz tolle, gemütliche Hoodies und so. Merch. Fast, Udo. Fast. Ich habe gehört, ich muss mir irgendwann mal Nirsch Safe bestellen. Ich hätte gern erstmal wieder meine Tränke. Wobei, warte mal. Erstmal lassen wir die Dame reden, lesen. Ich kann ja, also Leute, die Bücher lesen, ne, die kann ich nicht stören. Oh, ich wollte ja eigentlich im Bus ein bisschen mein Fitzek-Buch weiterlesen. Also eins von den alten, nicht das neue. Vielleicht wünsche ich mir das neue zu Weihnachten. Mal schauen. Habe ich nicht. Schade. Ach, guck mal, dann hätte ich das nicht verkauft. Brauche ich alles davon oder eins? Das ist halt auch nochmal die spannende Frage. Ich vermute, dass ich alles brauche. Oh, ich höre den Alert. Rena 69. Nice. Vielen lieben Dank für dein Subgift an die liebe Niersch. Guck mal, jetzt kann die liebe Niersch die Emotes von der Zweitplatzierten benutzen. Ich meine, was? Was ich auch noch verkaufen kann. Komm mal her. Pop. Schnell bewegen. Alle. Alle. Kann ich noch ein bisschen Geld auf den Kopf hauen mit Upgrades oder Tränken oder so? Ein Tier 3. Das habe ich gar nicht gesehen. Rena, nochmal ganz große Liebe für dich, dass es ein Tier 3 für die liebe Niersch ist. Dankeschön. Das hat sie auch definitiv verdient. Don't change my mind. Ich glaube, ich kaufe die Lootbox. Will wissen, was sie macht. Ich gucke meistens nicht auf sowas. Entschuldigung. Abgehobene Strimmer, ja, ja. Nein, ich achte halt nicht drauf. Entschuldigung. Gib mir mal. Hau mal den Rest auf den Kopf für Tränke. Bewirf mich doch mal mit Geld, was? Ja, Udo, werd mal krasser Strimmer. Also, so. Hallo, Franzi, wie geht es Ihnen? Na, wie war Mafia 2? Oh, was hast du für ein Ausrufezeichen? Meine Schmiede brennt drauf, was für dich herzustellen. Ja, ich kann mir halt nichts bei dir leisten, so. Ich hab den ganzen Krams. Ach, Wunschliste. Aha. Oho. Die waren drei Monate. Da. Ah, danke schön, Rena.
Sehe ich das? Ja, sehe ich tatsächlich. Vielen lieben Dank nochmal, dafür kriegst du ein extra Herz. Dankeschön. Griechisches Essen in Massen, ich komm rum, fragen sie. Ach nee, ist schon weg, ne? Schade. So, huch. Herzlich willkommen zu Moonlighter. Roguelike mit Sachen verkaufen und Dungeons und Geld machen. Ja. Der Vote hat bestimmt. Naja, eigentlich hat mein PC bestimmt, dass Immortals Phoenix Rising nicht funktioniert. Binding of Isaac meets Moneymaking. So. Alles in meinem Bauch. Oh. Gott, ich habe so viel Lebenszeit an Binding of Isaac verschwendet? Fragezeichen? Ich weiß nicht, ob ich verschwendet sagen möchte. Frongsy, ist bei euch eigentlich auch Feiertag gestern oder heute? Ich glaube nicht, oder? Dreh dich jetzt nicht um. Ich glaube, Disney Dreamlight Rally hätten alle gewotet, hätte ich es reingestellt. Aber ich habe das halt privat schon gespielt, so. Sortiert nach Preis, ja natürlich. Traumhaft. Klingt geil. Ich meine, ich hatte heute Bratkartoffeln mit... Oh Gott. Mit oh Gott. Ja, ja, definitiv. Kotz mal wen anders an. Dankeschön. Aber guck mal, da kommt gerade Skillkitty raus. Hör mal. Komm, Strongsy, da hau ich richtig auf den Putz. Kantonen. Isaac war interessant. Also ich habe in beiden Spielen, ich glaube im alten Spiel habe ich 350 Stunden und im neuen Isaac 250. Kotz mal wieder etwas an, ja, ne? Oh oh, ich glaube da oben ist der Boss. Warum verschwinden unsere Geräte? Ganze Kammern voller wertvoller Mineralien bleiben unangetastet. Aber Lager... Achso, das hatten wir glaube ich schon. Ich vermute mal, dass wenn ich halt jetzt hier weitergehe und auf Ebene 2 weitermache... Wie halt in Isaac und anderen Roguelites auch, dass da wertvollere Sachen sind. Das heißt, ich pokere einfach mal und mache hier weiter. Oh Gott. Ah, nicht der AOE. Hör auf mit deinem AOE, Junge. Das ist okay. Au. Oh Gott. Ja, hör auf mit deinem AOE. Oh Gott. Ich lass mir halt gerade geben, ne? Ich habe übrigens auch ein Schild. Guten Morgen. Ich habe noch 7 HP, kein Problem. Kann ich mich heilen? Ich will mal was trinken. Ah, lecker Schmecker. Verflucht? Wer ist verflucht? Ich bin immer verflucht. Ach so, wahrscheinlich, weil ich manche Sachen, ja, muss ich halt hier in die Ecken packen. Ist okay. Also ich glaube, ich kann mich einmal komplett heilen und einmal leicht. So verstehe ich das. So. Und jetzt können wir Dinge tun. Uns mal die zweite Ebene näher angucken. Und vielleicht weniger Panik kriegen. Das wäre cool. Oh Gott. Ja, ich sagte, kotz mich nicht an. Oh Gott. Zu viel auf einmal hier. Holy shit. Kann ich das mit der alten Ebene noch mal mir überlegen? So? Das wäre super cool. Okay. Holy moly. Ein bisschen haben wir noch. Was das? Fragezeichen. Bleib verborgen, während du in einem Dungeon bist. Das ist ja unfair. Ich würde gerne noch so ein, zwei Räumchen machen, eigentlich. Es wird langsam ein bisschen,
Die Frage ist halt, kann ich auch noch abhauen, wenn ich einen Raum schon betreten habe? Das können wir mal ausprobieren. Ich kann. Okay, das wollte ich wissen. Die Frage ist, was hat er da gerade automatisch reingeschmissen? Wahrscheinlich eher die billigen Sachen, ha? Würde ich jetzt mal annehmen. Guck mal da oben übrigens, ne? Also da ganz oben. Das war quasi nur der Mini-Boss. Auf der vierten Ebene wäre dann der endgültige Boss, ha? So langsam verstehe ich. Ich habe das zwar schon ein paar Mal den Bildschirm gesehen. Huch, meine Klappe ist nicht ganz... Wow! Hilfe! Bevor meine Webcam-Klappe gleich runterklappt und ihr mich nicht mehr seht. Ah, guck mal, das könnte ich jetzt zum Beispiel... Warte mal. Guten Morgen, ich kann übrigens runterscrollen. Oh. Habe ich irgendwelche Ausrüstung? Nein. Es wäre also schlaue Klugi, mehr Ausrüstung zu bauen. Korrekt? Korrekt. Das heißt, wir bauen uns jetzt mal einen Merkzettel. Aus ganz vielen Sachen. Und wir bauen uns... Ja, da weiß ich halt noch nicht, was das ist. Das ist blöd. Die anderen Sachen kann ich ja sammeln. So. Zu Hilf! Ah, guck mal. Jetzt siehst du, dass die Sachen auf der Wunschliste, dass ich die behalten will. Ich verstehe Dinge. Guck mal. Das ist Game Design. So funktioniert das. Weil, pass auf, die lagere ich mir jetzt hier rein. Also das hier, das hier, das hier, das hier. Will ich den Eisenbarren auch wegpacken? Ich glaube, ein Set reicht. Eisenbarren kriegen wir fast die ganze Zeit. Warte mal. Das packen wir noch rüber. Dann haben wir da auch den Stack voll. Genauso wie das hier. Und dann können wir verkaufen. Verkaufen? Verkaufen. Franzi, hast du Bock auf Geld? Schau mal hier. Geld, Geld, Geld. Das hat gepasst. Das hat gepasst. Das hat gepasst. Das weiß ich nicht. Zwischen 100 und 100. Ich glaube, es ist 100 wert. Man reiche mir alle Moneten. Ja, let's go. Was ist das? Aha, 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 aha. Was ist denn ein Besenspeer so wert? Erzählt mal. Moment, ich hab's gleich. Ich kenne mich aus. Wobei, ich würde gerne das Ding noch woanders hinpacken. Wir probieren mal. Den ganzen Tag chillen und Geld dafür kriegen. Ich bin dabei. Einfach fürs Schlafen bezahlt werden, fragen sie. Wäre geil. Ich hätte sofort den Job. Ich bin professioneller Schläfer. Weißt du, wie reich ich wäre, wenn ich Geld fürs Schlafen kriegen würde? Ich schlafe eh viel zu viel. Warum kaufen die Leute eigentlich immer nur ein Teil? Habt ihr kein Geld? Tut mal hier Dinge. So. Hundert passt. Das ist etwas mehr als 22 wert. Hö, keine Ahnung, ich mach mal 50. Besenspeer. Fünfzig? Hundert? Ich hab keine Ahnung. 10 Stunden pro Nacht. Same.
Ich schlafe viel zu viel eigentlich, aber ich brauche das. Ich bin so neidisch auf Menschen, die mit 6 Stunden auskommen oder mit. Puh, was weiß ich. Ich bin neidisch auf Menschen, die mit 7, 8 Stunden kommen. Naja. Weil ich brauche halt wirklich, um ausgeschlafen zu sein, meine 10 Stunden. Keine Ahnung. Sieht so aus, als wüsste ich, was das wert ist. Ich mach mal auch 100. Am Stück? Fragen Sie? Die lange im Bett bleiben können, ohne dann den ganzen Tag Kopfschmerzen zu kriegen. Okay. Ich kann wenigstens das. Zu teuer. Gut. Dann setze ich den mal runter auf, ich sag jetzt mal 60. Düm, 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 düm. Hier brauchst du halt echt ein bisschen Geduld. Na, Bock? Er hat Bock. Hat er Bock? Er hat auch nicht Bock. Sag mal, was ist denn mein scheiß Besen wert? Nix. God dang it. Und kauft mal die Sachen im Sale, Kinders. Am Stück. Oh Gott. Also ich meine, im Sommer tue ich das auch, aber meist mit Unterbrechung. Oh Gott, ich habe so viel auf der Busfahrt gepennt, einfach um Zeit rumzukriegen. Alter! Am zweiten Tag wusste ich mich einfach nicht zu beschäftigen. Also auf der Rückfahrt. Es war einfach so. Ah, ich tue einfach mal Dinge. Irgendwas habe ich hier scheinbar verkauft. Ist okay. Mach mal Schuppu. Bei mir ist es dann eher, also wenn ich zu viel liege, wenn ich auch erkältet bin oder so wie jetzt, wo ich einfach nur todestot war vom Wochenende. Und dann halt sehr viel schlafe, auch so zwischendurch. Irgendwann merke ich dann halt den Rücken. Praktisch nie Kopfschmerzen. Aber das geht bei mir. Ab und zu schon, vor allem im Sommer. Oder generell halt bei Wetterumschwüngen und so. Als ich die Tage 20 Grad im fucking Oktober hatte, hatte ich auch Kopfweh. Ich muss mal ganz schnell nach der Katze gucken. Tschüss, Katze. Das Problem ist, wenn ich auf den Mute-Knopf vom Mikrofon gedrückt habe und ich habe sie auf dem Arm, habe ich halt mit Mini die Hände voll. Ich kann ja jetzt immerhin schon mit dem Fußpedal die Zähne wechseln. Mini, ich habe sie ein bisschen abgelenkt. Dachte vielleicht, manchmal hilft ihr das, wenn sie irgendwie was hat. Bup. So, wir haben ganz viel Zeug verkauft. Ich brauche auf jeden Fall Tränke. Warte mal, was nimmt sie denn eigentlich? Dieses rote Zeug nimmt sie sonst auch für Tränke. Okay. Gib mir mal. Also 2 Stück hätte ich auf jeden Fall gerne. Und dann gehe ich erstmal gucken. Ich hätte halt schon gern den Marchand. Dein Geld für dich arbeiten lassen. Let's go. Gut, bei der Verkaufsbox muss ich halt nichts machen, immerhin. Die Trinkgeldkassen wären halt cool. Genauso wie natürlich, also hier halt den Laden irgendwann zu erweitern, weil dann kannst du halt mehr Sachen hinknallen.
Gut, dann weiß ich, was ich so ein bisschen ansparen möchte. Also, ich glaube, vor der Bank müssen wir halt den Marchand holen. Ich will immer, also, Marchand klingt für mich immer so nach Französisch und super. Ich glaube, in Frankreich hießen die Supermärkte Supermarché. Ich drücke immer die falsche Taste. Ah! Ich hatte ja mal Französischunterricht. I und so. Nein, Quatsch. Französisch ist nicht meine Sprache, sagen wir es mal so. Definitiv nicht. Dann eher Englisch als Fremdsprache. Nicht die Franzosen. Oh. Super Marshmallow Brothers. Wait, what? Und ich habe halt mit meinen Eltern ein paar Mal Urlaub in Frankreich gemacht. Also Südfrankreich primär. Süden ist unten auf der Karte übrigens. Oh oh. Erstmal dich. Oh Gott. Ja, roll doch weg. So. Ah ja, okay, okay, okay. Was ist das? Also, Blut. Blut, nun, da ist wieder, hier, da ist wieder dieser, hier, Dingens, ne? Dingens! Ja, Kitty, wir wissen, wovon du redest, aha. Baumraum für mehr Loot. Für teures Loot vor allem. Vor lauter Aufregung weißt du nicht mal mehr, wie Worte funktionieren. seht ihr das, was ich sehe? Hier so? Seht ihr das Gewabe? Ihr seht es auch, oder? Oder fange ich jetzt an, irre zu werden? Kitty, was meinst du mit werden? Du bist doch schon irre. Ihr seht das auch, oder? Der Baumraum im Raumbaum. Ja. Udo versteht mich. Ach, ich bin wieder draußen. Oh. Ich sehe nichts, Blindfisch. Musst du deine Brille putzen? So. Aua. Holy moly. Was tue ich da? Ja, Mäuschen, dein Essen ist noch nicht warm. Oh Gott, Udo. Willst du das wirklich? Let's go. Cool, ich kann direkt lesen. Sie sind wie Motten, die sich ums Licht scharen, diese Abenteurer. So viele lassen sich von den Verlockungen der Dungeons anziehen. So viele, nur um sich die Finger zu verbrennen. Ich habe mein Mikro übrigens mal weniger laut gemacht. Ich hoffe, das ist etwas angenehmer. Ich war super laut im Vergleich zu anderen, habe ich gemerkt. Wenn man im Dungeon vor Erschöpfung oder Schmerz bewusstlos wird, spuckt er einen glücklicherweise wieder aus. Irgendwann zumindest. Ein unschöner Prozess. Niemand weiß genau, was dabei passiert ist. Aber man wacht irgendwann einfach außerhalb des Dungeons auf, um einen herum kleine Schleimspuren. Und als Andenken behält man natürlich alle Verletzungen, die man sich zugezogen hat. Nice. Einige haben danach den Dungeons für immer den Rücken gekehrt. Andere kommen wieder, weil sie den Kampf oder die Reichtümer lieben. Beides. Hinter den Dungeons steckt aber noch so viel mehr. Zum Beispiel Loot. Looten und leveln. Warte mal, wie viel halt noch mal so ein Trank? Keine Ahnung. Aber theoretisch finde ich meine Taktik erstmal nicht schlecht, mich mit den Tränken und so durchzuschlagen und zu schauen, dass ich mit möglichst viel Loot mich hier wieder verpisse. Weil Loot ist hier, ne? Gleich Geld, gleich Upgrades. Updates. Oh Gott. Na, ich hab's im Griff. Ah, ja, 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 roll dich halt in die Ecke. Das ist kein Problem. So viel zum Thema, ich hab's im Griff. Manche Räume mache ich wie ein Profi und bei anderen denkst du dir so, sag mal, Mädchen, hast du schon mal Videospiele in deinem Leben gespielt? Nein, merkt man. Ich sollte nicht in den Abgrund rollen, habe ich gehört. Au. Hau nicht öfter zu als ich, das ist unfair. Blindfisch. Ja, was denn? Ach, gar nicht. Ich weiß nicht, was ihr habt. Also noch. Ich habe jetzt keine Tränke. Oh, das brauche ich. Warte.
Hä? Ich bin gerade sowas von verwirrt. So. warte, HP 93, okay, pass auf. Ich hab's noch im Griff! Ich glaube, die roten Blobbe waren das, was ich für die besseren Zaubertränke brauche, ha? Huh? Ich glaube, da war was. Oh oh, ist das wieder der gleiche Text? Ja. Ich habe Angst. Scheiße. Ich glaube, ich gehe lieber mit dem Loot. Das ist mir zu heikel, Guys. Das ist mir zu heikel mit dem geilen Loot. Blobbel, Schmobbel. Schmobbel, Blobbel. Wenn ich gleich die Brille wieder aufziehe, darf ich, glaube ich, mal mein Kätzchen füttern. Kätzchen. Dafür fehlen dir die Penunzen. Ach so. Miau. Süße, aber auch hungrige Katze. Das passt, glaube ich, erstmal so. Sie unterhält sich gerade mit dir. Erst der Gespräch. Alter, fragen Sie, dein Kater ist eh krass. Real Talk hier. Das passt. Das passt. Golemfiebel. Die Goldruhen waren 320. Dann heißt... Wir machen mal 340. Let's go. Kommen Sie ran. Kommen Sie ran. Geben Sie mir Ihr Geld. Richte immer schöne Grüße aus und frag ihn, wie unschuldige Seelen schmecken. Das wüsste ich auch gerne. Erzähl mal, Katerchen von Frongsy. Wie heißt denn Kater nochmal, Frongsy? Also ich weiß nur bei dem Buch nicht, ob der Preis stimmt. Oh, hätte ich mehr für verlangen können. Schade. Der krasse Kater spricht nicht so viel. Dafür guckt er grummelig. Nice. Ach, Katzis sind toll. Generell Haustiere. So, dann können wir nämlich schon mal auffüllen. Das passte, das passte. Das passt. Das passt auch. Perfekt. Schnubbi und Zorolino. Nice. Ich feiere beide Namen. Vor allem Schnubbi. Unschuldige Seelen. Lecker Schmecker. Ich darf meine Brille wieder aufziehen. Hallo, ich sehe euch wieder. Na, Chat? HD aktiviert. Guck mal, wenn man ein paar Preise raus hat, dann geht es ja schon fast einigermaßen. So, passt, 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 passt. Ja, Frongsy, du kennst dich doch auch bestimmt damit aus, wie das funktioniert, wenn man Jungfrauen opfern muss, oder? Und jungen Männer. Ich meine, was? Ich glaube, den Billigkram kann man halt echt in die Sale-Kiste packen. Ich habe noch zwei. Okay, dann warten wir kurz. Nur Babys bei Vollmond auf dem Berg mit meinen Blutschwestern. Ich melde mich bei dir, Frongsy, ne? Bei Bedarf.
Kauft meinen Rest, kauft meinen Rest, kauft, 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 kauft meinen Rest. Kauft meine Sachen, macht mich reich. Ich wette, zu deinen Blutschwestern gehört auch Jule, Fronzi. Die sieht aus, als würde die brennen, die Oma. For real. Jule tanzt immer nackt ums Feuer. Warte, was? Krieg ich davon Videos? Warte, nee, ich komme direkt rum. Schoppu. Oh, will ich jetzt den Supermarché? Nee, ich will erstmal Trinkgeld. Gebt mir Trinkgeld. Weil dann kann ich mir halt noch ein paar Tränke kaufen, so. Ah, ich häng fest. Ha, freut ihr euch schon alle auf Donnerstag? Da machen Niersch und ich, kann ich 5 Stück kaufen? Nice. Hier, Mystery Dungeon und so weiter, ne? Rein theoretisch, so wie Niersch klang, werden wir fertig oder auch nicht. Ach, fuck, ich wollte mir doch eigentlich Ausrüstung kaufen, ne? Voll vergessen. Falle muss ich mal kurz die Katze füttern. Wir machen mal 2-3 Minütchen Päuschen, weil dann mache ich auch Päuschen. Ich mache euch Clips an, rennt nicht weg. Ich habe es ja repariert. Ohne Blech schauend, bis gleich. Da wollte ich hin. Dankeschön. Let's go! So, Katze glücklich, Katze hat Essen. Ich glaube, dann spiele ich am Wochenende Tunic fertig. Das mit der Übertragung in Discord überlege ich mir noch mal. Also ich weiß, Norkas hätte, glaube ich, Interesse dran. Ich weiß nicht, ob sonst noch jemand Bock drauf hätte. Ich könnte halt nicht, also, ne, labern. Oh Gott, ich habe es schon wieder vergessen. Drecksau. Ich stelle mich manchmal aber auch an wie ein Vollidiot. Aber auf jeden Fall möchte ich in irgendeiner Form... What the fuck? Es gibt Mimics! Es gibt Mimics! Guten Morgen! Es gibt Mimics! Uff! Scheiße! Ob Samstag oder Freitag? Boah! Ist das eine Entweder-Oder-Frage? Oder ist das ein... Wenn es einer... Also... Es ist eine Entweder-Oder-Frage oder du bist an beiden Tagen dabei. So meine ich das. Macht es Sinn, was ich frage? Nein? Gut. Ich bin selber verwirrt. Der Mimik hat mich ein bisschen fassungslos gemacht. Ja, ein wenig. Huch. Das wollte ich eigentlich nicht, aber ist okay. Was wollte ich sagen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube schon. Wie gesagt, ich könnte halt selber nicht quatschen. Welchen kann ich mir halt aussuchen? Ah, okay. Ich überlege mir das mal morgen, Udo. Muss da, glaube ich, mal eine Nacht drüber schlafen. God dang it! Ich kann mir halt auch zum Vorteil nutzen, dass ich so leicht vorrutsche. Oh, das ist wieder so ein Waldgebiet. Da kann ich wieder Geld machen. Let's go! Dann gehen wir einmal ins Menü und sortieren. Ein Runenwerkzeug. Kaputte Keule. Jetzt wird's aber interessant hier. Interesting. Money, 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 money. Aber es kam mir halt so als Idee, als ich gesehen... Oh Gott. Gesehen habe, der Vote wird wahrscheinlich nicht gut für Tunic ausgehen. Dachte ich mir so, Discord übertragen? Vielleicht? Vielleicht nicht? Oh Gott. Ich glaube, meine Katze wird langsam taub.
Hat jemand neue Ohren für meine Karte? Oh Gott, ich scheiß gerade rein. Ich bin auch immer ein wenig verwirrt von der Steuerung. So. Aber ich komme klar. Kann ich die Karte auch... Ja. Wow, hi Mini. Ich wollte gerade die Catcam anmachen, du Troll. Wir haben eine sehr große Catcam. Mini. Komm mal her. Mini. Komm mal her. Aber ihr habt doch eine Ecke in der Catcam, oder? Ich finde, das geht. Patsch, patsch. Was ist los, Mäuschen? Hm? Was ist los? Beruhig dich mal ein bisschen. Und sie geht wieder. So irgendwie. Huch, falscher Knopf. Welche Szene hatten wir? Die da? Nee, die da. 100% ausgebeutet. Was? Wer hat wen ausgebeutet? Schalt mein Arsch in die Cam, das gibt krasse Donations. Ja, wo bleiben denn die krassen Donations? Ah, ich will erstmal weiter gucken, da ich gerade relativ gut ausgestattet bin. Wow. Wow. Gut. Gut. Ich will mal gucken, wenn ich alles erkunde, ob ich davon irgendwas hab. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay. Gut. Jetzt ist Mini ganz aufgeregt. Weil ihr keine Donate... Na, okay, lassen wir das. Ich drücke euch nur Sprüche, ihr wisst das. Da ist noch Loot. Ich will so einen Magnetring haben wie in Stardew Valley, der automatisch den ganzen Krempel für mich sammelt. Was heißt 100% ausgebeutet und worauf bezieht sich das? Ich bin legitim verwirrt. Holy shit, was hat gerade geknackt? Was hat die Katze? Wieso hat die Katze? Wieso hat es gerade geknackt, als die Katze sich bewegt hat? Ich glaube, sie hat irgendwas. Ich glaube, sie hat einfach nur mit ihrem Hintern irgendwas am Tisch geschoben. Aber ich war gerade voll verwirrt. Was? Was passiert hier? Oh oh. Gib mir das. Gib mir. Du hast es auch gehört, Udo. Dann bin ich ja nicht ganz so. Oh. Taub. Raste aus, Mini. Raste aus. Kann ich jetzt meine... Hä? Kann ich jetzt nicht mal meine Dingens aufmachen? Was? Dann gehe ich. Was? Ich bin verwirrt. Sehe halt nichts Auffälliges von hier, deswegen nehme ich an, sie hat einfach irgendwas vom Tisch geschoben. Brauche ich hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Holy shit, sie hat gerade ihre 5 Minuten, das ist okay. Also das Ding war auf jeden Fall deutlich mehr wert. Vielleicht so 400. Ich mach mal 400 beim Runenwerkzeug. Das passt. Das passt. Kaputte Keule. Weiß ich, was der ermächtigte Kristall gekostet hat? Ungefähr. Also machen wir mal 150?
Machen wir mal 150. So, den ganzen Billigrotz schmeißen wir mal hier rein. Schleifstein, warte mal. Ich glaube, ab Eisenbarren würde ich halt so quasi die Grenze ziehen. Das wollte ich übrigens nicht. Ich wollte meinen Laden aufmachen. Aber dass ich beim Mimik so viel bekommen habe an Tränken, fand ich geil. War nur, meine Tasche war ein bisschen voll so. So, beschmeiß mich mal mit Geld. Oh, schade. Den kaputten Hammer oder was das da war, habe ich ein bisschen teuer verkauft. Na gut. Dann ist das halt so. So, was sagt Opi dazu? Wahrscheinlich auch zu billig. Ah, schade. Ich traue mich nie, das so teuer zu machen. Das passt. 120 war ein bisschen wenig. Machen wir mal 140. 160 war okay. 100 war okay. Gut, dass ich da immer mal wieder reingucke. Später kannst du bestimmt auch was anderes machen, als nur hier stehen und Dinge tun oder so. Keine Ahnung. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, ich gucke mir mal Reviews zu dem Spiel später an oder morgen oder so. Keine Ahnung. Nach dem Stream, also der Blechkater geht vorm Schlafen halt noch duschen. Duschen. da werde ich ihm halt noch mal kurz die Haare kürzer schneiden. Was kann man? El Seppo, ich habe mir selber nicht zugehört. Andere Dinge tun, als nur hier stehen und verkaufen, meinst du? Das wäre natürlich cool. Das sieht langsam gut aus mit dem Geld. Wenn ich das richtig verstehe, mit der Sale-Kiste geht das automatisch. Okay, gut. Das heißt, rein theoretisch kannst du da alles reinballern und wieder gehen, oder wie? Oder muss ich schon hier stehen, wenn die Sale-Kiste an ist? 4 Jahre, holy shit. Das Spiel hat also schon ein paar Tage hinter sich, gut. Ja, gut, da weiß ich, dass das passt. Hast du es damals durchgespielt? Okay, die Sale-Kiste ist jetzt auch leer. Oder ist da noch ein Teil, was da gerade angerabbelt? Leute, was guckt euch die Sale-Kiste an? Die ist leer. Please. 2018, holy shit. Ja, da war ich noch voll im Switch-Flow. Da hatte ich gerade ein halbes Jahr meine Switch. Kann jetzt mal jemand hier noch den Rest kaufen, bitte? Danke. Komm. Gönnt euch. Hat sich irgendwo verlaufen. Oh. Düm, 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 düm. So. Geht so. Jetzt im Sonderangebot. Nichts. Nur 99,99. Redest du von Apple? Ich meine, was? So, das nehme ich mal alles mit. Und dann schauen wir mal, ob ich Dinge tun kann. Ich kann Dinge tun. Plus 40. Plus 50. Minus 8. Ich werde dadurch schwerer. 12 von 10. Oh Gott, dang it. Also Leder und Eisenbarren will ich auf jeden Fall noch mehr sammeln. Als nur diesen einen Stack. Und von diesen lila Scherben auch. Ist gemerkt. Dann kaufe ich mir erstmal das hier. Das ist halt die Frage. Hier bin ich halt schneller, aber kriegt nicht ganz so viel dazu. Wir machen erstmal das Stoffbandana. Ach, guck mal. Ah, oh. Ha, oh.
ich will. Ich kann. Oh, guckt mal. Man kann hier später Zeug bauen. Ach so. Ah, oh. Ich kann die Grundteile bauen. Ja, sag das doch. Guten Morgen. Erstmal alles favorisieren, wie du Wahnsinnige. Ja, geil. Bei Apple gibt's ja was fürs Geld. Schrott. Also, ich meine, jedem das seine. Und Apple macht halt schon geile Kameras. Muss man denen ganz klar lassen. Aber ich bin definitiv kein Freund vom Preis-Leistungs-Verhältnis, was Apple anbietet. Das muss ich definitiv sagen. Wie lange machen wir denn heute eigentlich? Ich würde sagen, bis 10 Uhr auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal. Hallo, na? Ah, guck mal, jetzt könnte ich halt den Kram verzaubern, aka buffen. Okay, ich verstehe Dinge. Also, jedem das seine, wenn du Bock auf Apple hast, have fun. Aber ich finde sie halt viel zu teuer. Du bezahlst halt sehr, sehr viel Geld nur für die Marke und das mag ich nicht. Nicht mein Ding, aber have fun. Ich meine, es gibt ja auch eine Menge Leute, die benutzen Linux. Das ist halt, also auf dem Laptop zum Anime gucken, ja, okay, aber an meinem normalen PC, an dem ich arbeite und zocke, will ich halt schon Windows haben. Das ist eher sowas für alte Kisten, die nichts mehr können. Für mich persönlich. Ich sehe natürlich den Sinn an Linux und bei Apple denke ich mir manchmal so, boah, ich will auch so eine geile Kamera vom iPhone. Was weiß ich, 13 oder was gerade aktuell? Aber letzten Endes, nee, nicht für das Geld. Und solange du glücklich bist, Frongsy, ist es ja vollkommen okay. Ich mach gerade schon wieder Unfug. Geht doch. Dankeschön. Nehme ich. Ah, wieder was zu lesen. Fand es eben schön, Udo macht mich blind und ich darf erstmal nur lesen. Sie sind wie Motten. Ja, ja, das haben wir schon. Das hatte ich schon. Dankeschön. Tschüss. Komm mal her. Bei Fuß. Das ist ein einfacher Raum, sagte sie und starb. Man sollte halt nie die, wie sagt man das? Was tue ich hier gerade? Unsinn. Nee, den Mund zu voll nehmen. Guck mal, ich habe übrigens 130 HP mittlerweile. Ach ja, oh Gott, da war ja was. Ein Member. Die will ich einfach in Ruhe lassen. Ist okay. Oh Gott. Vielleicht lässt du mich auch in Ruhe. Wäre das ein Deal? Ich glaube, ich kam. Also, wir hatten in der Schule Max. Teilweise, je nachdem, wo du warst. Ich kam damit überhaupt nicht klar. Alles ist auch okay. Kannst mich auch für die meisten Linux-Systeme setzen. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Aber es ist halt auch viel Gewohnheit, ne? Und fürs Zocken wird es ohne Windows immer etwas blöde. Ach Gott, ich lerne es halt auch nicht, ne? Ich Dummbatz. So. Interessanter Raum. Au. Nun. Habe ich schon erwähnt, dass ich schlaue Klugi bin? Ich bin schlaue Klugi. Also auf einem Laptop habe ich irgendein Windows-ähnliches Linux-System. Ich glaube Zorin oder so heißt es. Weil der Lappy kommt mit Windows halt hinten und vorne nicht mehr klar. Aber mit Linux fürs Anime gucken und so läuft der wesentlich stabiler. Mehr als Firefox und so läuft er halt auch nicht drauf. Also was heißt und so, da läuft nur Firefox. Oh Scheiße, ich dachte, der wäre tot. Oh, ich habe mehr Tränke bekommen. Nice. Bester Drop.
Das Wichtigste ist, dass jeder mit seinem Setup glücklich ist. Andere Leute würden sagen, boah, Android, bah, du Ekelhafte. Ich meine, Handy bin ich jetzt eh nicht so der größte Nerd mit, so wenn Leute mich fragen, ja, wie geht denn das und das auf dem Handy? Ich guck mal, ich google mal. Vom Release im Vergleich zu heute sind die Mindestanforderungen gestiegen. Siehst du, das wusste ich zum Beispiel nicht. Weil man sich da in der Regel auch bei also ich musste mir beim PC da nie Gedanken drum machen. Beim Laptop habe ich es halt schon gemerkt. Huch, hat er das Ding gerade? Der hat das Ding aufgehoben. Ich habe das genau gesehen. Bonk. Huch. Ich brauche ermächtigende Kristalle, um meine Waffen zu verzaubern. Aber die scheint man nur selten zu finden. Jedenfalls nicht in Kisten. Aha, aha, aha. Okay. Beste Zeit zum Schlafen gehen. Was? Oh ja, die Zeitumstellung. Also ich meine, sie hat mir in der Nacht auf Sonntag den Arsch gerettet, weil ich eine Stunde mehr Schlaf hatte. Aber Zeitumstellung macht meinen Biorhythmus immer sowas von kaputt. Ich komme gar nicht mehr klar. So. Das, was ich für ein Gefühl habe und wie spät es wirklich ist, geht komplett auseinander. Das macht mich so fertig. Jedes Mal. Also als ich jung war, noch nicht, aber mittlerweile ist es halt... Oh Gott, ich hätte mir den Trank sparen können. Cool. Mittlerweile ist es halt echt wild geworden. Ja, mehr Schild benutzen hilft übrigens, ne? Nur mal so, als Tipp. Easy. Aber meine Tasche ist gleich voll. Ha. Huh. Kann ich Sachen auch wegschmeißen? Oder irgendwie zu Geld machen? Ich kann Sachen auch zu Geld machen. Korrekt? Korrekt. Quasi wegschmeißen und dafür ein bisschen weniger Wert rausbekommen. Huch. Okay. Too easy. Ja, ne? Fand ich gut. Stichwort easy. Heilung! Heilung und auch für mich was zu trinken. Eigentlich soll die Zeitumstellung ja auch abgeschafft werden. Aber da man sich halt nie einig werden wird, können wir uns das woanders hintackern. Weil für einige Länder ist die Winterzeit scheiße, für andere die Sommerzeit. Mir ist es scheißegal, Hauptsache die Zeitumstellung kommt weg. Ich mach grad Unfug. Unfug. Wisst ihr, was man da macht? Abstand gewinnen. Und noch mehr auf die Fresse kriegen. Sehr gut. Scheiße. Oh, nice. Ich mach mal ein bisschen Platz hier. Und bei den Eisenbarren will ich ja tatsächlich auch haben. Heieiei. Heieiei. Okay, okay, okay. Heieiei. Freut ihr euch schon auf Tears of the Kingdom nächstes Jahr? Ich schon. Ich habe es noch nicht vorbestellt. Oh Gott, hier ist schon wieder der nächste Boss. Ich habe Angst. Ich gehe dir lieber ein bisschen Geld machen. Aber ich habe Bock. Also ich habe wirklich, wirklich Bock auf den Breath of the Wild Nachfolger. Wird gut. Ich denke schon, dass ich da Spaß haben werde. Das war übrigens mein letzter Trank. Schade. Es wird jetzt Zeit für mich zu verschwinden. Tschüss. Ich
wollte mir zwar eigentlich noch den Boss angucken, aber jetzt kriege ich ein bisschen Schiss. Ah, die zweite Ebene macht mich echt noch fertig. Ich glaube, wenn wir den Boss finden, macht es halt Sinn, nicht lange rumzulatschen, sondern direkt durchzuziehen. Danke, Stonius, für deine Punkte. Hallöchen. So, da ich gerade ungefähr alles sammle. Also wir machen mal zwei Stacks pro Dingsbumsi, ne? Hab ich so gehört. Will ich das haben? Scheinbar will ich das haben. Warte. Den Rest verhökern wir. So, das passt. Das passt nicht. Ich gehe mal auf 180. 130 war auch ein bisschen günstig. Machen wir mal so. Wasserlampe zwischen. Ich weiß nicht, 200 oder so. Viel Spaß im Lurk, Stonios. Habe ich irgendeinen Billig-Scheiß? Oh, warte, den Zahnstein wollte ich, glaube ich, auch noch haben. Pokémon und Pokémon Home. Ja, das ist mittlerweile super dumm, Udo. Weil... aus Gründen? Ich glaube, es ist halt wirklich weil aus Gründen. Money, money, money. Wir haben ja mittlerweile gut was an Punkten für einen 12-Stunden-Stream, ne? War gut. Gebt mir Trickgeld. Wir sind bei, ich glaube, 80% oder so. Ach, komm schon. Komm schon. Ah, na gut. Habe ich halt Pech. Passt. 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 Yay. Ich kann ja mal kurz gucken. Kann ich nicht. Kann mal jemand für mich gucken, mal wie viel Prozent wir sind? Kann ich den Verkauf ablehnen? Also wenn ich lange genug dastehe und einfach nicht annehme, kann ich dann mir quasi denken, nö, ich verkaufe das an den Nächsten für mehr. Das geht bestimmt. Hm. 81. Dankeschön, El Seppo. Oh oh. Wir probieren das mal aus. Nö. Oh, ich wollte eigentlich nicht. Ich dachte, das wäre schon von dem anderen Typi. Na gut. Die letzten 19% schaffen wir auch noch. Dann machen wir irgendwann, je nachdem, wie schnell ihr seid, wahrscheinlich vor Weihnachten 12-Stunden-Stream, oder? Mal gucken, wenn ihr schnell genug seid. Also ich will den Stream ja auch nicht quasi dann von heute auf morgen ankündigen. Ansonsten, wenn es in die Weihnachtstage reinfallen würde, würde ich es erst danach machen, nach den ganzen Feiertagen zwischen den Jahren, weil die meisten Leute hängen dann halt bei der Familie. Macht halt dann wenig Sinn, irgendwelche Streams dann anzusetzen. Mehr Streams zu Punkte fahren, ja, Entschuldigung, ich wollte eigentlich gestern, aber ich war halt todestot, El Seppo. Und mit todestot meine ich, ich habe nur geschlafen und rumgedörbt, quasi. Die hätte ich halt schon gerne so. Aber minus 8 ist schon kacke. Ich brauche noch einen.
Ich meine, ich kann das halt theoretisch ausgleichen. Aber ich hätte dann schon gerne... Bis 20 Uhr in 4 Stunden Mathe. Nee, lass mal lieber. Also ich hätte gerne... Was hätte ich denn gerne? Ich hätte schon gerne die Eisenrüstung. Aber dafür dann auch die Stoffschuhe, würde ich sagen. Oder halt die Eisenstiefel. Das ist mir eigentlich relativ bums dann. Okay, schauen wir mal weiter. Habe ich nicht? Wir können eine neue Waffe bauen, Guys. Ich würde ja lieben gern. Ha. Ich guck mir mal die Trainingshandschuhe an. Schwing mal den Hammer. Vom 3, den 4, die Menge. Ich kann mich leider nicht anbieten fürs Gen 4 Remake. Ich habe es auch nur ausgeliehen. Warte, ich sortiere gerade mal. Ich wollte dann das hier haben. Und bei den Schuhen habe ich gesagt, ist mir Bums. Außer die hier. Warte, so rum. So, jetzt habe ich es. Entschuldigung. Jetzt mit Pokémon ist halt total dumm. Ich habe es mittlerweile aufgehört, glaube ich, meine Pokémon immer zu übertragen. Weil irgendwann war es mir halt auch... Also irgendwann hing ich halt auch nicht mehr so an den Editionen. Das war vielleicht auch das Problem. Die Waffe bin ich gleich mal gespannt. Oh, können wir, nee, wir können, glaube ich, nicht den Supermarché kaufen, ne? Dafür fehlen, meine ich, 500. Oh, also 300. Schade. Okay, Shoppu. Brauche ich die Truhe schon? Ha. Ich glaube nicht. Gefühlt komme ich noch gut zurecht mit meinem Krams. Pong, 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 pong. Das ist schön schnell. Kann man mal ausprobieren. Der Speer ist wahrscheinlich so ähnlich wie der Besen, den ich hatte. Also eher so semi-nützlich. Übrigens, das Bandana sieht man, glaube ich, auch, oder? Wenn ich das richtig sehe. Pass mal auf. Oder? Ja, man sieht es. Nice. Was mich halt viel eher interessieren würde, aber das kommt wahrscheinlich eher noch, könnte ich mir vorstellen, vielleicht beim Wanderkrämer oder beim Marchand, dass du halt vielleicht deine Tasche mal aufwerten kannst. Das wäre cool. Ich will den Marchand jetzt haben, weil ich die Hoffnung habe. Ich will keine Antwort, ne? Sonst würde ich euch offen fragen. Aber ich würde, glaube ich, tatsächlich drauf pokern, dass man da vielleicht die Tasche vergrößern kann. Weil es ist kein Upgrade, das ich sehe. Und ich vermute, dass man irgendwie schon eine größere Tasche bekommt. Das würde mich sonst wundern. Let's go! Oh, fängt gut an! Oh Gott, das ist ein Mimik! Das war ein Mimik! Ah, guck mal, jetzt haben wir wieder so eine Steckdose bekommen. Nice. Bonk, bonk, bonk. Bonk, bonk. Hör auf, meine Sachen runterzuschmeißen. Ich brauche die doch. Können wir wieder lesen oder ist das wieder der altbekannte Text? Sie sind wie Motten. Ja, das hatten wir schon. Kennt den Text doch schon. Hört aber auf, mich zuzulabern.
Derjenige, der das schreibt, der hört sich auch selber gerne, also reden, also schreiben, also du weißt schon. Hui! Und da patapatapatabu! Ich hab ne Idee. Bonk! Nice! Bonk! Oh Gott, er dreht sich um. Das habe ich vergessen, dass er das tut. Guten Morgen! Ich muss halt kurz aufladen. Das ist das Problem. Hör auf, mich zuzuschicken. Ja, ne? Laber mich nicht so voll, Junge. Oh oh. Oh oh. Das wollte ich nicht. Kann ich den Trank zurücknehmen? Hilfe! Panik! Panik! Panic Move! Mode? Das war absoluter Grütze, aber ich war irgendwie im Panic Mode. Ich weiß nicht warum. Wie viele Tränke waren das jetzt? Ich will es gar nicht wissen. Scheiße. Das will ich übrigens haben. Warte mal. Ich habe aber noch zwei Stück. Probieren wir mal die zweite Ebene. Ich werde gnadenlos auf die Mütze kriegen. Baden ist geil, Franks. Ich mache es jetzt auch seltener und meistens sowieso halt nur in der kalten Jahreshälfte. Aber an sich ist Baden schon geil. Was tue ich da? Wieso fliegt der rum? Was? Was passiert hier? Ja klar, es ist wieder ein Mimik. Panik. Tschüss. Wie viele Tränke? Alle. Das war scheiße. Zwei Panikräume hintereinander. Sehr gut. Was ist das hier eigentlich für ein Zoo? Ein Wächter geschützt, das nicht in der Lage ist, einen dauerhaften Wasserstrahl einzusetzen. Ein fliegender Golem, der Materialien sammelt und andere Golems damit repariert. Kann ich die mitnehmen oder was? Ich kann die mitnehmen. Geil. Seit wann habe ich das denn? Seit wann habe ich das? So? Frag für einen Freund. Also, ich habe jetzt nicht so viel. Aber das ist okay. Warte kurz. Also das nehme ich wieder mit. Kann ich irgendwie... Das wollte ich. Okay. Ich war gerade verwirrt. Kein Problem. Ich habe alles im Griff. Es gibt zumindest ein bisschen Kleinkram, aber das lohnt sich dann eigentlich. Wobei, lohnt sich das? Wenn ich alles loswerde, schon. Also so wie ich auf Ebene 2 reinscheiße, lohnt es sich gerade eher Ebene 1 zu grinden und damit mein Geld für Upgrades zu machen. Da muss ich mich schon selber ein wenig korrigieren. Übrigens, Stichwort Rage und so. Das hätte ich eigentlich eben ein bisschen hochhalten müssen, als Phoenix Rising keinen Bock auf mich hatte. Also meine CPU sich dachte, nö, kannst mich mal. Ich glaube, das Gelee nehme ich noch mal an mich. Ich will mal gleich was gucken. Kauft mein Zeug. Seid glücklich über meine Preise und kauft.
Mir werden gleich ein paar Münzen fehlen. Schade. Lame. Ich verschätze was aus meiner Kiste, ist mir egal. Ich will den Supermarché haben. Versuch. Den Rest behalte ich aber. So nämlich. Puh, ich will Geld. Sagte sie und bereute es. Wir werden sehen. Da weiß ich noch nicht, was das Ding kostet. Finden wir es raus? 50. Ist aber eigentlich mehr wert. Das hier ist bei 100. Das heißt, du bist wahrscheinlich so 75 wert, sag ich jetzt einfach mal. So Pi mal Daumen. Du nimmst einen Daumen, guckst das Ding an, denkst dir so, ja, passt. Und hast trotzdem keine Ahnung, weil dein Daumen auch kein Geschäftsmann ist. Natürlich war es zu wenig. Was auch sonst. Aber passt schon. Hauptsache Geld. Buddy! Dankeschön. Mehr wollte ich gar nicht. Dann kaufe ich mir jetzt nach meinem Shop, nachdem mein Shop das Geld gemacht hat, kaufe ich mir jetzt den Shop. Oder was auch immer das ist. Wir werden sehen. Gib mir das. Was? Dieser Charakter nimmt nachts keine Anfragen an. Du mich auch. Ich gehe jetzt schlafen. So. Please. Dann schlafe ich halt. 13. Januar. Wo Schnee? Ha, Schnee. Ha, ich werde wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben Schnee sehen. Darf ich das jetzt bitte kaufen? Dankeschön. Ich vermisse den Schnee in meiner Kindheit. Es war ein bisschen mehr als heutzutage. Stopp! Schoppu! Julia oder Julian oder Julian? Dann eher Julie. Nee, hä? Keine Ahnung. Willkommen, mein Freund. Ihr in meinen Laden Magnifique. Sag ich doch, dass es ein Franzose ist. Julia, ganz richtig. Du stehst vor dem einzigartigen Le Marchand. Ich bin Julia und du dir offenbar zu Dank verpflichtet. Ich kann diese Akzente nicht, ne? Für deine Hilfe, also merci und so weiter. Oui. Ich freue mich auf einen ebenbürtigen Konkurrenten. Voila. Holy shit, der macht mich fertig. Justus, Jonas und Beate. Genau so. Ach so, ich kann hier Sachen kaufen. Okay. Ja, das ist ja langweilig. Quasi so, hey, mir fehlt was, aber ich habe gerade Geld gepair. Okay, cool. Ich habe mir irgendwie mehr erhofft. Von den drei Fragezeichen. Haha. Ist aber ein bisschen teuer so. Fräulein. Ah! Hallo? Ich kenne mich mit den drei Fragezeichen ganz, ganz wenig aus. Gleich kriege ich wieder Haue. Von allen möglichen Leuten. Weil ich mich mit den drei Fragezeichen nicht auskenne. Kann ich auch tagsüber hier rein? Ist die spannende Frage. Spannende Frage des Tages. Ich kann. Ich habe irgendwie verstanden, es geht nur nachts. Bann. Ja, war schön mit euch, ne? Was geht denn hier so nachts ab? Sag ich mal her. Wie lange habe ich das mit der Drohne schon verpasst? Ich frage für einen Freund. Vielleicht will ich auch keine Antwort auf die Frage. Oh, meine Drohne macht Zeug. Geil. Nice. Ich weiß, dass es die gibt. Ach so, das ist okay. Oh oh. Tun Sie bitte Dinge, liebe Drohne.
Ja, cool, dran vorbeigedasht. Easy. Ha! Gib mir das. Jabadabadabadaba. Jabadabadabadu. 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 Hinterfrag nicht meine komischen Geräusche. Dankeschön. Bunk. Aua. Es war fast ein guter Plan. Aber auch nur fast. So. Wir haben gehört, ich grinde jetzt ein bisschen Ebene 1. Weil ich brauche Upgrades und Geld und alles. Auf Nummer 2 kann ich noch nicht viel reißen. Weil dumm. Also Leute mit Skill bestimmt, sicherlich, ja, doch. Ich könnte, das wäre wahrscheinlich ein Spiel, wo es Sinn macht, den Schwierigkeitsgrad runterzusetzen, einfach nur um den Grind zu entschlacken. Könnte ich mir gut vorstellen. Lass mich raten. Sie sind wie Motten, ja. Du bist auch eine Motte, junger Mann. Ich kann mir halt vorstellen, dass es hier mit diesen Räumen noch irgendwas auf sich hat. Die deutschen Erstausgaben, holy shit. The Grind! Ach, Frongsy hat Bock auf Grind. Aha, Frongsy, aha. Wieso kann ich das Ding öffnen? Ich hab doch alles, oder? Ja, hab ich. Ihr habt immer so interessante Sachen. Ich nicht. Würdest du das bitte mitnehmen? Dankeschön. Okay, eigentlich hab ich auch interessante Sachen. So ist es nicht. Ich werde ein bisschen traurig sein, dass ich Dreamlight Valley nicht weiterspielen kann. Aber das ist okay. Okay. Au. Bonk. Das war schon fast schlaue Klugi, was ich hier gemacht habe. Haha. Das war nicht schlaue Klugi. Ich habe Tattoos. Ah, das habe ich gesehen, Frongsy. Das sieht echt geil aus. Hätte ich auch gerne irgendwann. Ich weiß nicht, ob ich mich traue. Weil einmal habe ich ja schon mal eigentlich gewollt und dann doch gesagt, nee. Es ist halt schon, also ich finde Tattoos schon ziemlich faszinierend, muss ich sagen. Tattoos haben Style. Ha, ja, den habe ich gesehen. Den Abgrund habe ich nicht gesehen, scheinbar. Ich glaube, ich muss mir da dann einfach jemanden mitnehmen, der Händchen hält. Also ich fahre mit Frongsy und Nirsch und beide halten dann je ein Händchen, habe ich gehört. Oh Gott, hi. Oder wie war nochmal der Deal? Ja, ne? Oh. Ich glaube, ich stelle es mir auch schlimmer vor, als ich denke. Und dann denkst du dir so, boah, geil, ich habe Blut geleckt, ich will jetzt noch mehr Tattoos. Das ist bei den meisten Leuten so, höre ich. Die fangen mit einem an und irgendwann ist dann der halbe Körper zugeklebt. Ungewohnt, das kann ich mir vorstellen, du. Ja, bleib halt drin stehen, ist kein Problem. Ich bin so ein Dummi manchmal. Was? Nur manchmal? Wird süchtig danach. Ja, Frongsy, wann kommt das nächste Tattoo? Direkt morgen früh. Let's go, ich komme mit. Ha! Ja, Bosskampf, ne? Hautprobleme und Tattoos klingt doch super, Udo. Ich weiß gar nicht, was du hast. Au. Das war okay. Okay, ich kann mich aufwühlen. Nice. Sobald wie möglich. Let's go.
Aber teuer, ne? Und du musst ja gucken, dass du einen guten Artist findest. Aber da kann man ja Leute fragen aus seiner Gegend. Ah ja! War ein bisschen knapp gerade. Ist okay. Huch, was war das denn? Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Aber ist okay. Aua. Stimmt ja, ich bin ja im Schleim langsam. Kittys Arme waren zu kurz. Ja, genau so. Wir werden mal wieder ein bisschen Kleinkrams los. So. Ich habe auch sehr kurze Arme, El Seppo. Hier sieht man in der Kamera nicht, ich weiß. Und ich weiß halt auch nicht, was die machen hier. Ah, lasst mich los. Panik, 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 Panik. Das gleiche wie die anderen auch. Panik, Panik, Panik. Komm. Ich glaube, ich werde auch mal diese andere, was weiß ich, Drohne ausprobieren. Aber läuft schon mal einigermaßen, die lasse ich mal hier, weil halt. Wobei, ich habe eine bessere Idee. Pass auf. Wenn die eh verflucht sind, kann ich sie doch einfach zu Geld machen, anstatt sie wegzuschmeißen. Was werde ich gerade gefragt? Ich habe keine Ahnung. Also. So. So nämlich. Easy. Was habe ich gerade draußen? Das da. Perfekt. Guck mal, das ist auch ein voll okayer Run von der Ebene. Bisher. Sagte sie und starb. Ich meine, mir ist klar, dass meine Drohne mir nicht alle Arbeit abnehmen, aua soll, aber manchmal denke ich mir so, mach mal was. Darf dich BSG? No. Heute wurde mir, das hatten wir auch schon. Das mit dem Stein habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich sag mal so, El Seppo, du darfst mir eine Ja-Nein-Frage beantworten. Geht es bei deiner Reaktion um die Flüche, die ich gerade verkauft habe? Einfach nur Ja oder Nein sagen. Lange mache ich es aber nicht mehr, du. Oh oh. Ich habe ein Problem. Ja, okay. Mehr möchte ich erstmal nicht wissen. Oh Gott. Okay. Kein Problem. Hä? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, so. Was? Lass ihn irgendwo gegenkrachen. Okay, habe ich doch verstanden. Ja, aber ich verstehe nicht ganz. Also, ich sag dir Bescheid, wenn ich eine Antwort auf die Frage will. Ich denke gerade nur laut. Aber mein Gedankengang ist halt so, okay, ich kann zum Beispiel das hier machen. Klar, dann zerstört er halt da, wo nichts ist. Ne? Aber dann denke ich mir so, okay. Ansonsten ist es doch eher blöd für mich. Einfach um mal meine Gedanken zu, wie sagt man das? Verbalisieren? Oh Gott. Ich bin weg. Tschüss. Das lief okay. Ey, Seppo, du darfst mir noch eine Ja-Nein-Frage beantworten. Kann ich irgendwann meine Tasche vergrößern? Plopp, kotzt mich halt aus. Ist okay.
voll ausgekotzt, so. Ha! Ich glaube, davon brauchte ich nicht viel. Davon brauchte ich auf jeden Fall was. Davon auch. Davon auf jeden Fall. Und ich glaube, den Rest konnte ich... Ah, oh Gott. Konnte ich verkaufen. Bei dem Hartstein meine ich halt auch. Also eins von den beiden brauchte ich nur. Aber lassen wir es erstmal so. Das übrigens kommt auch noch hier rüber. Ach, ich denke immer, sortieren liegt auf Y, nicht Dummi. So. Golemmeißel. Wir verhökern mal. Ach so. Ja, dann gehe ich halt schlafen. Gute Nacht. Ich mag den Soundtrack. So, was bist du denn wert? Fast so viel wie das Runenwerkzeug. Also, kam ich hier vielleicht mit der 400 hin? Nee, warte, du bist ja... Ich glaube, ich kann auch auf 500 gehen. Ich traue mich mal so. Okay. Da kann ich auch noch höher gehen. Aber, hä? Ich bin auch schon höher als 130. Okay. Hier kann ich auch noch höher gehen. Ha! Ich glaube nicht. Schade. Also Inventarmanagement. So, wer macht mir neues Wasser? Hoppala. Das habe ich bei ihr nicht aufgepasst. Nee, zu teuer. Okay. Gehen wir mal runter und packen noch zwei Sachen rein. Das passt. 75 war zu wenig. Gehen wir mal auf 100. Money, money, money. Wasserhahn, Wassermarsch. Oh, der freut sich. Na gut. Das hat jetzt auch gepasst, sehr schön. Gibt mir Trinkgeld. Passt, passt, passt. Passt, passt. Dann können wir den anderen Kram eigentlich hier reinballern. Ich will mal kurz was gucken. Alles ab hier, okay. Also quasi das hier. Ah, glaub schon. Das hier, das hier, das hier. Nee, den auch noch. Wobei, das sind vier Stück. Nee, passt schon. Komm mal her. Zwei Stück haben wir noch. Bup, bup. Ich brauch mehr Tische. Kauf Tische, nur jetzt bei Ikea oder so. Tipp, 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 tipp. Aber ich hatte mir Moonlighter irgendwie anders vorgestellt. Also, nicht ganz anders, aber ich habe mit dem Verkaufsteil und so nicht gerechnet. Und ich dachte eher, es ist so ein... Also ich dachte nicht, dass es ein Roguelike ist, sondern eher, dass halt alles so seinen festen Platz hat. So wie, boah, wie heißt denn das andere Spiel von den Entwicklern? Keine Ahnung.
Gut, vielleicht liege ich bei dem auch falsch, weil ich es auch nie gespielt habe. Ich kenne mich doch nicht aus. Na, Dings halt. Genau, Frongsy. Genau. Frongsy versteht mich. Also, Moment. Moment mal. Bob. Meine Katze schläft jetzt und ist sehr süß dabei. So. Das kann ich bauen. Will ich auf jeden Fall auch haben. Und dann... Dafür fehlen dir die Pinonen. Oh, sad life. Wir brauchen Stöckchen. Stöckchen or Riot. Geil. Mehr Rüstung. Nehme ich. Oh Gott, juck. Falsche Taste. Bonk. Okay, Riot. Let's go, Frongsy. Mit Riot kennst du dich doch aus. Aber der ist jetzt weg. Kann ich den beklaumopsen? Oh, ich kann keine Sachen klaumopsen. Das ist ja doof. Langweilig. Riot. Ja, mach mal Tränke, Fräulein. Die verdient sich eine goldene Nase an mir. Hei. Habt ihr auch alle schon dran gedacht, eure Punkte für den 12-Stunden-Schrimm zu ballern? Ha? Sind ja mittlerweile nicht mehr ganz, also andere Leute als am Anfang da. Ich hab da irgendwie Bock drauf, vielleicht. Vielleicht waren die 200.000 auch ein bisschen viel, aber das ist halt nicht sofort. Nee, ja, dann mach mal, Udo. Mach doch einfach mal. Bonk. Oh Gott. Ah, ja. Sagte Bonk. Easy. Ich muss für VIP sparen. Was? Strong, sie will VIP sein? Mit der goldenen Nase? Weiß ich nicht. Ich habe keine goldene Nase. Ich kenne mich doch nicht aus. Mit der goldenen Nase bezahlt man Cini? Hui! Und Niesch? Und bekommt Kunst bei denen? Oder so? Alter, hier ist direkt der Boss. Holy shit. Übrigens, Bonk, gib mir deinen Trank. Meinen einen habe ich noch gar nicht ausgerüstet. Cini hat alles Geld der Welt verdient. Das stimmt. Wer was anderes sagt, der lügt. Komm, bei Fuß, bei Fuß, bei Fuß, bei Fuß, bei Fuß. So. Erstmal alles mitnehmen, so. Hallo, na? Gib mir das! Komm, 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 komm. Das bricht gleich ein, das habe ich gesehen. Wenn ich ein Donation Goal für Cini hättet, hättet ihr das schon geknackt. Ich kenne euch doch. Ich meine, ich wäre genauso. Ha! Okay, kein Problem. Oh Gott. Das war gut. Im nächsten Raum spiele ich dann wieder wie so ein Vollblut-Noob, ne? Ah, schön. Schön aber, dass ich mittlerweile ein bisschen mehr HP habe. Da.
So. Nee, nicht schließen. Was ist nochmal sortieren? Das da. Kitty, lern doch mal die Steuerung, du Noob. Ich bin doch ganz froh, dass ich geguckt habe, dass es mit Controller läuft. Ich werde zwar wahrscheinlich auch mit Tastatur und so glücklich geworden. Aber es ist doch, denke ich, deutlich angenehmer. Da ist noch Loot. Looten und leveln. Ich muss sagen, ich bin definitiv gehuckt bei dem Spiel. Oh Gott. Aber es ist halt grindy, ne? Das wäre halt wieder so ein Spiel, wo ich mir am Anfang denke, boah, geil. Und je weiter ich spiele, desto mehr wäre ich dann halt so... Ja, ist okay. Kann man mal machen, muss man aber nicht. Ich kenne das mittlerweile von mir. Was, Kitty kennt sich? Lüge. Bonk. Ja, triff doch. Ich meine nicht den Gegner damit. Dankeschön. Please. Huch. Was? Was passiert hier gerade? Blablabla. Wo bin ich und wer bin ich und wie viele und was? Ich bin gerade sowas von verwirrt, was hier passiert. Au. Au. Nun. Gut, wir haben uns gegenseitig getroffen. Was passiert hier? Was? Was? Was habe ich da gefunden? So. Okay, Spiel. Ich frage. Ha, ja. Frag einfach nicht. Fragezeichen. Aha. Challenge-Raum. Aha. Aha, aha, aha. Da hinten. Das ist halt so als Spieler, du hast keine Ahnung, weil du es noch nie gespielt hast, drückst erstmal drauf und dann so. Hilfe. Let's go. Hallo, na, wir kennen uns ja schon. Es würde erstaunlich helfen, wenn ich auch in deine Richtung schlagen würde, wenn wir uns prügeln. Ach Quatsch, einfach daneben hauen. Easy. Damit der Boss sich sicher fühlt. Und ihm dann in den Rücken fallen. Ja, ja. OBS, was zeigst du mir da eigentlich von Unfug an? Ach so, den Death-Counter, den ich ausgestellt habe von Tunic. Weil ich die Zähne geklaumopst hatte. Na, das geht schon ganz gut mit der Entfernung. Das, was du da oben machst, gefällt mir allerdings weniger. Oh Gott. Was? Ah, ich verstehe. Oh Gott. Das läuft nur noch nicht ganz ideal. Aber ich verstehe. Scheiße. Oh, das hätte ich gerne. Ich meine halt, also ich bin der Meinung, wenn ich zu viel Platz habe,
Also zu wenig Platz, so rum verkaufe ich Zeug. So. Das andere macht für mich keinen Sinn. Ob das wirklich so schlaue Klugi ist, keine Ahnung. Oh Gott. Ja, ist gerade ein bisschen wuselig so. Überforderung, hallo. Und die Stöcke brauche ich sogar. Für irgendwas, was ich haben wollte. Den Bogen oder so. Brauche ich die Dinger noch? Ich weiß, dass die mal auf meiner Wunschliste waren. Sie sind es auch immer noch. Dann hätte ich die halt schon gerne. Dann machen wir es wohl oder übel so. Und dann bin ich mal woanders. Das mit dem Inventar wird ein Problem. Ich glaube, der andere kleine Freund hat mir besser gefallen. Ich hätte gern mehr davon. Vor allem die tanzende Puppe klingt spannend. Mit Aufmuntern und tanzen. Mach mal. Ich überlege halt, wie lange wir noch machen. Also 23 Uhr wäre für mich so die Grenze. Aber ich überlege halt, ob wir so lange halt noch ein bisschen machen. Oder ob wir sagen, nö, tschüss. Das will ich auf jeden Fall. Das will ich auch haben. Da muss ich einmal kurz sortieren. Das sieht dann ganz gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ich kann mich nicht entscheiden. 130. Hä? Ich bin verwirrt. Ach so, der trägt das wahrscheinlich nur bei den Grenzwerten ein. Also muss ich das nochmal rausfinden. Okay, schauen wir mal. Noch ein bisschen. Oh, wenn Frongsy was sagt, kann ich nicht nein sagen. Gehst du dann ins Bot? Ins Bett, Frongsy? Ach, komm schon. Ich brauche mehr Tische. Ich kann nur nicht arbeiten. Will noch ein bisschen chillen. Chill, Frongsy, chill. Chill, chill, chill. Ein bisschen können wir ja noch. Morgen kann ich es ja wieder auf Nier schieben. Ich meine, was? Nee, morgen streame ich nicht. Donnerstag. Ich habe noch 2 Stunden. Lass mal, ja, mach mal, hau mal rein, Kitty. Auch wenn ich morgen nicht mehr bis ans andere Ende der Stadt fahren muss für meine Katze, würde ich vielleicht nicht bis 12 machen, so. Schon, sie kennt sich mit Chillen aus. Ja, Kitty, du musst jetzt aber machen, bis der Letzte von uns ins Bett geht. Das wäre sehr interessant. Wahrscheinlich. Vor allem, wenn danach noch neue Leute in den Chat kämen, dann wärst du ja quasi in so einem Loop drinne. Chillen und schlafen. Ha, schlafen. Bonk. Und er freut sich voll, dass er das Item bekommen hat, so. Fünfzig war ein bisschen wenig. Gehen wir mal auf 80. Kauft meinen Scheiß.
Oh, Futtern. Das Problem ist, dass zu viel Futtern dick macht, Frongsy. Ich habe da so ein kleines Problem bekommen. Naja, es kommt eher wenig, also nicht nur vom Futtern. Also Futtern kann ich nicht komplett ausschließen. Das kommt bei mir eher von anderen Sachen. Vor allem vom Trinken bei mir, würde ich sagen. Könnt ihr jetzt mal meinen Scheiß kaufen? Warte mal. Das packe ich auch mal hier rüber. Oh, ich krieg Mitte November geiles Essen. Ja, Limo und sowas. Ich hab da so ein kleines Suchtproblem vielleicht. So. Jetzt nehme ich mal alles mit. Ich würde auch am liebsten noch mehr Limo saufen. Das ist ja das Problem. Geht das mittlerweile? Oh, ich habe nicht genug Stöcke. Mmh. Eistee. Oh ja, Eistee ist auch geil. Ich könnte das upgraden. Ich könnte aber auch... Oh, erhöhe die Popularität. Was steht da? Erhöhe die Popularität von Rinoka, indem du weitere Dungeons freischaltest. Oh. Frongsy, hier, ne? Weißt Bescheid. Zitrone oder Pfirsich? Wichtige Frage. Ich glaube, wir kaufen das. Rostiges Kurzschwert. Plus 300. Aber dafür kriegst du hier Elemente drauf, ne? Wind. Ich weiß nicht, Licht, Feuer und Blitz oder so? Pfirsich, Beste. Beste. Wie mache ich das? So. Habe ich jetzt das geupgradete? Wahrscheinlich. Ich glaube schon. Ich bin verwirrt. Wenn ich sage, was ich gern trinke, werde ich wieder weggehatet. Vanille-Cola? Eigentlich Zitrone, aber Pfirsich von was? Dirty? Ist überraschend lecker. Eistee. Hä? Was habe ich denn bei dir vergessen, was du trinkst, Udo? Ich bin verwirrt. Also, bin ich immer, aber, ne? Ich habe kurz überlegt, ob ich spare und meinen Shop ausbaue. Da dachte ich mir so, nee. Mehr Schaden. Grüntee mit Minze. Ha. Hä? Ich passe nie auf, Udo, weißt du doch. Hä? Ne Eistee-Marke. Ziemlich trash, aber Pfirsich ist lieb. Ah, oh, ich verstehe Dinge. Ja, bei Pfirsich und Zitrone kann ich fast alles trinken, also fast alle Marken. Oder ansonsten, was halt immer geht, ist Pfanner. Damage! Nee. Ja, dann hast du Pech gehabt, Udo. Hallo, wenn Frongsy fragt, antwortet man gefälligst, ja? Udo, please. Hallo, jetzt weint Frongsy, es geht nicht, Udo. In die Pfanne hauen, nu. Oh, da gibt's wieder Geld. Geil. Stöckchen! Ich brauch Stöckchen! Und einen Vorgeschmack auf den nächsten Dungeon. Ja, du erzählst Frongsy nix, Udo. Es geht so nicht. Der Udo, der passt nie auf, ne? Ich krieg gleich wieder eine Beschwerde, dass ich frech, Kitty, bin. Frech, frech. Raiden wir heute Abend eigentlich auch? Ich habe gehört, Frongsy entscheidet heute alles.
Ja, der Damage-Output gefällt mir doch schon besser. Manchmal hasse ich dich. Was habe ich dir gestellt? Weil ich nicht weiß, was du trinkst oder was? Ich kann mir nicht alles von jedem merken, den ich mag. Hä? Ich versuche mir zwar grundsätzlich zu merken, wenn mir jemand was erzählt von meinen Leuten, aber manchmal vergisst man halt Sachen so. Gib mir das. Gib mir den ganzen Krempel hier. Außerdem will Frongs es wissen, also hast du keine Wahl, Udo. So nämlich. Wieso ist die Kiste halb in der grünen Pampe drin? Das geht so nicht. Was mit Vanille-Cola war ein Joke. Ich weiß, dass Bayern das trinkt. Und Niersch und ziemlich viele Leute bei Miss Hinako. Also sie selbst und halt auch viele Leute in ihrer Community. Bei dir denke ich halt eher an Pizza Hawaii, aber das trinkt man nicht. Gurkensaft. Bah! Wurstwasser. Alter! Was seid ihr denn für Perverse? Oh, gib mir das. Ihr seid schon wieder voll die Perverslinge. Bah! Lecker Gurkenwasser. Wurstwasser. Willst du mal probieren? Lecker Schmecker. Habe ich keine Tränke gekauft? Ich glaube, ich habe keine Tränke gekauft. Oh oh. Kirschsaft. Kann man machen, wenn man ihn stark verdünnt? Aber will ich das? Ich bin jetzt nicht so der Kirschsaft-Fanatiker. Salzgurke. Oh Gott. No. Aber jedem das seine. Have fun. Solange ich es nicht trinken muss, El Seppo. Ebene 2. Let's go. Ich hab Damage. Ha. Ha. Sagt sie und starr. Oh Gott. Was bist du denn für ein Shooter-Vieh? Ich habe Angst. Scheiße. Das ist jetzt aber eine blöde. Ach so, ich muss den gar nicht verhauen. Cool. Tschüss. Oh Gott. Dass ich keine Tränke habe, ist gelinde gesagt scheiße. Kirschsirup. Oh, jetzt habe ich Bock auf Kirschsirup. Frongsy, please. Das ist übrigens noch. Da war ein Ast. Okay, gut. Ich meine, ich kenne ja einiges, was Leute an perversen Sachen essen, zum Beispiel essen und trinken, zum Beispiel, naja, Vanille-Cola, Pizza Hawaii. Es gibt auch Leute, die mögen keinen Döner. Seppo, du verwirrst mich. Ich weiß nicht, ob das deine Absicht ist. Meinst du, die Tränke habe ich etwa benutzt? Oh Gott, ich habe gleich ein Problem. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das noch löse. Ob ich so mutig bin. Oder ob ich sage tschüss. Ihr könnt mich alle mal. Oh Gott, der ist nicht dagegen gebonkt. Ich hatte mal echt geilen Kirschsaft. Also Kirschsirup. Ich weiß aber nicht mehr, von welcher Marke der war. Langwander, was für Zeug? Als ob ich mir merke, dass ich meine Tränke verbraucht habe. Ich passe doch nicht auf. Wie viele waren das jetzt? Ich brauche Ranken? Echt? Okay, scheinbar will ich Ranken haben. 3. Ich hätte die halt schon gerne. Ich will pokern. So. Ist jetzt meins.
Ach, entlang. Oh Gott. Guten Morgen, Blechkitty. Ich glaube, ich gehe gleich ins Bett. Alter. Ich hätte gern 8000. Ich will jetzt meinen Shop erweitern. Habe ich gerade beschlossen. Ich verkaufe jetzt alles. Außer. Lass mich kurz schauen. Außer. Warte. Ich hab's gleich. Außer das hier. So. Und das hier. Ja. 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 Hallo Niersch. Na, wie war Musik? Was ich, glaube ich, cool fände, wäre selbstgemachte Kirschmarmelade. Ich krieg schon mal selbstgemachte Erdbeermarmelade sehr oft. Ich habe jetzt auch selbstgemachte Johannisbeermarmelade. Das ist halt schon anders geil. Warte kurz. Nochmal schauen. Also die letzten beiden kann ich hier reinballern. Hup, bup. Was bin ich? Sauerkirschen, Schnaps? Nee, Marmelade, let's go. Nanje, schon Bock auf Donnerstag? Ich hoffe doch. Ich habe mich schon versprochen, wollte morgen sagen. Einmal irgendwann heute. Sehen Sie mir zu, wie ich Geld mache. Kirschmarmelade, oh. Das klingt interessant, wenn du die nicht... Kannst du die denn essen, Elsepo? Bei manchen Leuten funktioniert das dann ja trotzdem so. Wupp, wupp, wupp. Das passt. Das passt nicht. Und es ist ein Unterschied, ob sie, also selbst gemacht, ne? Wahrscheinlich dann El Seppo. Wie gegoren ist, oh oh, dann lieber nicht. Macht mal schneller! Schneller! Heute? Ja, die ist heute noch Mystery Dungeon durchspielen, let's go! Ah, okay, jetzt passt der Preis. Sehr schön. Ich kann mir das einfach nicht alles merken. Ich muss immer gucken. Oh, nee, ich musste dich immer noch was fragen. Habe ich heute schon mal gesagt, aber ich vergesse das sonst nach dem Stream wieder. Du musst jetzt die ganze Zeit da bleiben, damit ich nicht vergesse, dich zu fragen. Nein, Quatsch. Also ihr könnt mir immer selbstgemachte Marmelade schicken. Let's go. Ich mache Postfach auf und ihr schickt mir eure selbstgemachte Marmelade. Let's go. Ich finde das den Verkaufspart voll chillig hier. Janjesh, die liebe Rena ist ausgerutscht mit einem Tier 3 Sub bei dir. Du hast jetzt wieder die Emotes von der Zweitplatzierten. Und zwar alle. Alle. Reda hat sich, glaube ich, zum Ziel gesetzt, irgendwann Udo einzuholen. Und sich dann mit Udo zu kloppen oder so. Das müsste auch passen. Bei manchen Streamern kannst du es ja gar nicht mehr einholen. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, bei Mo war das, wo Leon irgendwie 300 Subgifts mittlerweile hat. Reda, please. Ich finde, gerade bei so kleinen Streamern finde ich so diese Overall-Top-Listen ganz nett. Kann man sich natürlich drum streiten, dass man sagt, ja komm, mach das jeden Monat. Weil irgendwann ist halt so viel drinne da, das kannst du dann halt vergessen. Aber
Ich fühle mich damit gerade ganz wohl. So, jetzt kriege ich hier mal mehr Zeug. Gib mal her. Let's go. Oh, ich habe ein Achievement bekommen. Ich habe es gehört. Ich glaube, das war mein erstes. Nice. Ich habe einen größeren Shoppu. Handyman. Wieso heißt der Handyman? Das nenne ich eine ordentliche Arbeit. Was? Man erkennt keinen Unterschied. Naja, Schönheit kommt von innen. Ja, bei mir auch. Hm? Handyman. Nice. Oh. Was ist das? Was ist das? Wieso kann ich da eine Vase hinstellen? Gegenstandspreise werden nicht im Notizbuch vermerkt, wenn sie keine neutrale Beliebtheit besitzen oder ihre Wertschätzung von reichen Kunden wahrgenommen wird. Reiche Säcke platzieren. Jeder Besucher legt seiner Zahlung ein großes Trinkgeld bei. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Oh, oh, gucke mal da. Ich habe jetzt eine Klappe. Ich bin jetzt fancy. Und ich habe mehr Kisten. Mm. Voll der Umbau hier. Da jetzt sich gerade... Was? Also, hier ist jetzt die Kiste. Okay, ich verstehe. Nicht so, oh Gott, Rena. Was mich jetzt halt interessieren würde. Oh, kein Bankier. Ich habe auch mal eben. Ich hasse das, wenn bei Zahlen, die mehr als vierstellig sind, also eigentlich schon ab vierstelligen Zahlen, gehört da ein Punkt hin. Das sind 20.000, oder? Ich habe echt Schwierigkeiten, das ohne Punkt zu lesen, dann immer. Ja, schade. Das ist schweineteuer halt, ne? 20.000. Dankeschön. Das ist halt jetzt alles super teuer. Ich bin jetzt nur noch bei Sachen, die super, super teuer sind. Schade. Ach, ich kann einfach... Hui! Was denn? Alter, habe ich nachher viele Kisten. Guck ich, das waren hier so. Ich habe jetzt vier Tische, ich krieg dann 6 und 8. Und dann geht es nur noch um die Kisten. Eine Kiste, 2 Kisten, 3 Kisten, 4 Kisten. Also extra Kisten. Ha. Aber wieso sind denn die Verkaufskisten, die ich später kriege, also, warte mal, der Rabatt in Höhe von 70%. Das heißt, ich kriege 30%, 40% und 50% dafür. Nicht andersrum. Okay, Frage beantwortet. Ja. Ja, 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 ja. Ich verstehe Dinge. Zumindest tue ich das manchmal. Du gibst mir wieder meine üblichen paar Tränke. Die ich eh wieder nach 5 Minuten verballert habe. Schmiede. Ich habe halt auch nicht mehr viel Geld, ne? Ich könnte mir halt den Speer kaufen zum Test. Oh, gib mir das. Gibbe, 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 gibbe. Ich wollte zwar gerade eigentlich Feierabend machen, aber wir müssen sowas von das hier angucken. Ich habe jetzt Pfeil und Bogen. Let's go. Ich habe keine Zeit. Wir können doch nicht. Wir müssen doch mal in den Dungeon, Guys. Let's go. Danach machen wir Feierabend. Ich habe Prioritäten und so. Kitty hat neues Spielzeug. Ich muss gleich noch Jalousie runtermachen. Bei uns hat an Halloween keiner geklingelt. Bei euch, war bei euch an Halloween was los? Also ich meine, ich wäre eh nicht an die Tür gegangen. Aber wenn ich vielleicht mal irgendwann woanders wohne, wo es nicht ganz so assi ist, kann ich mir das mal mit einer Süßigkeiten-Schüssel vorstellen für die Kiddies. Aber hier habe ich halt so gar keinen Bock auf irgendwen. Hui, hui, ich rutsche ja voll. Bonk. Es ist auch ganz schön, dass ich nicht aufs Mana achten muss.
Da war die Hölle los, Kinderarmeen. Holy shit. Bei uns war keine Sau. Waren die alle bei euch oder was? Kann ich auch? Warte mal. Oh, schade. Bei uns war nichts. Geht ihr dann auch an die Tür oder seid ihr so, nee, lasst mich alle in Ruhe. Ich bin bisher nie an die Tür gegangen. Irgendwas sah gerade komisch aus, aber ich glaube, ich habe einfach zu schnell gedrückt. So. Nee. Alles meine Süßigkeiten. Oh oh, das ist gerade dumm, was ich mache. Ist okay. Irgendwie ist das Konzept Halloween ja interessant. Normalerweise so, ja, nimm keine Süßigkeiten von Fremden an an Halloween. So, ja, geh mal bei Fremden klingeln und frag nach Süßigkeiten. Hä? Also ich meine, kein Problem. Oh Gott, das wollte ich nicht. Mich gruseln Leute vor meiner Haustür. Ich glaube, ich fände das witzig. Aber wisst ihr, was ich auch gesehen habe auf TikTok? Du nimmst einfach eine Schüssel, wo drauf steht, nehmt euch, was ihr wollt, stellst sie vor die Tür, aber die ist leer und dann sieht es so aus, als hätte ein asoziales Kind einfach alles schon weggenommen. Du hast deine Ruhe. Lifehack. Ich glaube, auch in besseren Gegenden wird das so ein bisschen erwartet, dass man... Also ich kann mir vorstellen, dass es auf dem Land, je nach Gegend mittlerweile erwartet wird, dass man was rausstellt. Für die Kiddies. Aber zwingen kannst du einen halt nicht, ne? Ich finde es eigentlich ganz schön. Ich mag Halloween halt. Nice. Ich kann die Fliegeviecher abballern. Mir gefällt mein Bogen immer mehr. Oh, da ist übrigens einer. Trank. Er trank den Trank. Hm. Vielleicht machen wir ja irgendwann auch mal einen Halloween-Stream mit Gruselkram und laden uns dafür Nirsch ein. Ich meine, was? Ich glaube, Nirsch bringt mich dann um. Bin ja sehr gespannt auf das Dead Space Remake. Rocher? Ja, Rocher heißen die, ne? Kugeln sauber ausgepackt und Rosenkohl mit Schokolade. Oh, oh. Da macht man das auch gerne. Dass man eine leere Schüssel hinstellt, nach dem Motto, ja, ist halt schon alles weg. Oder dass man wirklich bei Halloween sagt, hier, komm, gönn dir. Nicht so, oh oh, ich hab Salat im Ofen, tschüss. Da ist gerade was gelandet. Ich brauche M-Echtdinge in der Kristalle. Ach so, haben wir auch schon gehabt. Gönnt euch, let's go. Ich meine, warum halt auch nicht? Und wie gesagt, ich kann mit Halloween halt auch vom Setting was anfangen. Ich mag halt manchmal so Gruselkram. Ja, ich weiß, ich bin komisch. Lass mich raus, Drecksau. Also ich kann ja immer noch, ich kann aufladen. Das habe ich total vergessen. Leider macht Fall und Bogen noch nicht viel Damage. Das ist das Problem. Aber an sich? Oh Gott, was tue ich da? Unfug, wie immer. Hä? Huch. Was? Hallo Avalarion. Herzlich willkommen zu Ich bin müde und scheiß rein. Wie geht's dir? Na? War Scorpion schon vorbei? Oh, es geht so nicht. Ein 3-4-jähriges Skelett klingelt. Nice. Mein Inventar ist voll. Das wird echt zum Problem. Was machen wir denn mit dem Inventarmanagement? Oh. Das ist echt kacke. Nase hat gerade Gothic 1 durchgespielt. Schon wieder, meinst du? Ich will ja irgendwann mal Gothic 2 durchspielen. Oh Gott, Bosszeit. Ich will aber nicht. Aber es macht auch keinen Sinn, weiter zu rennen.
Ich kenne dich ja schon, ha? Nice, no hit. Easy. Guck mal, Ava kommt rein und ich packe die Skillkanone aus. Mit Twitch-Integration. Habe ich die ganze Twitch-Integration verpasst? Oh, Nase. Ava, vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen bei den Blechkatzen. Wurde auch mal Zeit, ne? Junger Mann. Nein, nein, alles gut. Ich drücke noch Sprüche. Das ist jetzt nicht so gut. Moment, ich improvisiere das mal kurz. War ich das? Ich verstehe noch nicht ganz, welche von denen ich verhauen muss und welche nicht. Das ist, nicht so ganz eindeutig für mich. Kannst du mal irgendwo gegendonken? Dankeschön. Clip-Channel? Später. Jetzt muss ich erstmal hier spielen. Oh! Uff. Ach, komm schon. So viel zum Thema Skill und so, ne? Will ich das haben? Weißstein. War jetzt nicht so wertlos, ne? Ist ein bisschen fummelig. Brauchst du für Skill nicht Skilly? Skilly ist gerade nicht da. Das ist das Problem. Aber es ist wie Binding of Isaac. Es ist halt langsamer Progress. Das ist okay. Damit kann ich leben. Oh oh. Okay, schauen wir uns mal den Boss von der Ebene an. Das könnte lustig werden. Es ist, als würden wir gegen einen unsichtbaren Feind kämpfen. Oh oh. Jedes Mal, wenn sich niemand mehr in einem der Räume befindet, verschwindet er. An seiner Stelle finden wir dann einen identischen Raum. Was? Der völlig leergeräumt wurde. Hä? Are you drunk? Sadness. No skilly, no skill. Ich habe Angst. Oh oh. Es ist der gleiche Kerl. Es ist der gleiche Kerl nochmal, nur korrumpiert. Hat er gerade? Ist er gerade? Wait, what? Was tut er da? Ich bin verwirrt. Er verwirrt mich. Das tut er. Ha, ja. Mach doch nicht so einen Unfug. Au. Ich habe ihn besiegt, aber ich habe ein bisschen auf die Nase bekommen. Das will ich haben. Ebene 3, das erste Mal. Geil. Win-win. Und ich habe noch zwei Tränke. Holy shit. Die Upgrades lohnen sich. Was? Kitty erzählt, dass Upgrades sich lohnen. Nachher erzählt sie noch, dass einem bei Regen kalt wird. Dass man nass wird. So rum. Ein weiterer Gegenstand fiel neben der seltsamen Kreatur zu Boden. Etwas einfacher zu verstehen als der Spiegel. Ähnlich unserer Anhänger kann man damit ein Portal nach draußen öffnen, um aus dem Dungeon zu entkommen. Aber da ist noch mehr. Dieses Portal bleibt auch nach der Verwendung geöffnet, wa? Ach, wie in Diablo 3, ne? Und 2 gab es das, glaube ich, auch schon. Selbst mit Skilly hätte Skitty kein Skill. Das heißt, man kann zwischen den beiden Orten hin und her reisen. Einfach unglaublich. Unglaublich nützlich. Nennen wir diesen Gegenstand doch fürs erste Katalysator. Ein kleiner Tipp. Er verschlingt mehr Gold als unsere Anhänger. Oh. Das löst dann aber mein Inventarproblem. Was? Schweichhausend. Ja, kein Problem. Der böse Golf. Es löst zum Teil mein Inventarproblem. Also. Wir schauen mal. Ich mach mal ein bisschen Platz. Nase toppen, weil es so schlimm oder so gut war. Oder beides. Wahrscheinlich beides. Oh Gott. Okay, ich habe Angst. Ich war doch nie auf Ebene 3. Hilfe! Lass mich los! Ha, ja, ja. Okay, ich hab's im Griff. Ich glaube, die machen ein bisschen mehr. Oh mein Gott, snipe mich halt weg, Junge. Chill. Mir geht's gut.
Geiler Lu. Dem schnell Ratio Farm. Lecker Ratio Farm. Ich glaube, es müsste dann passen. Nein. Ebene 3 ist minimal Härte. Was? Es wird schwerer, wenn man weiter im Spiel kommt. Ach, Quatsch. Warte, ich hab's gleich. Der zerstört das. Der zerstört das. Das heißt, man muss den Kram dann auch noch passend sortieren, wenn es soweit ist. So. Habe ich aber eben eine 2 schon gemerkt. Oh ja, mein Damage-Output. Ha, ja, ja. Ist nicht mehr ganz so krass. Also, an der HP-Leiste der Gegner. Nein! Oh, oh. Oh, oh. Okay, okay, okay. Ich muss echt mehr auf euch 8 geben. Und auf euch 9 geben auch. Oh! Ha, ja, ja, ja. Das war übrigens eben mein letzter Trank. Guten Morgen. Ich könnte. Ich habe eine Idee. Pass auf. Kriege ich genug Geld zusammen? Also, wenn ich mich möglichst dumm anstelle, dann schon. Lurk. Wir haben auch einen Lurk-Command. Ob das so schlaue Klugi ist, weiß ich gerade nicht. Aber ich will gerade mal experimentieren. So, wenn ich jetzt hier drauf gehe, kann ich mich teleportieren. Okay. Haha, easy. Krieg ein bisschen auf die Nase. Beruhig dich, Katze. Ich fütter dich gleich. Okay, das heißt, ich brauche jetzt noch mehr Geld für mehr Tränke und dann kann ich ja theoretisch weitermachen. Katzen-Emotes? Katzen-Emotes! Ah ja, hier ist meine Kiste. Ich habe eben ausgebohrt, deswegen kenne ich... Wieso? Sind die in meiner Kiste? Ich habe Fragen. Ist okay. Dann brauche ich nicht verkaufen. Dann können wir direkt wieder reingehen. Was habe ich? Jetzt weiß ich, warum ich das eine Mal keine Tränke hatte. Nix verbraucht. Hallo? Ich verbrauche euch gleich. Die habe ich ja aus Versehen eingelagert. Ich vergesse manchmal, dass Follower-Emotes existieren, aber bis dann aber. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir machen auch nicht mehr so super lange. Huch, bin ich denn jetzt? Warum habe ich eine Karte? Ich bin verwirrt. Ist okay. Da! Ah, okay. Wiggle, wiggle, wiggle. Oh, please. Ich bin einfach verwirrt, okay? Ich bin einfach verwirrt. Also wie immer. Achso, Zettel lesen. Heute haben wir unsere Steingolems in Betrieb genommen. Sie verhindern zwar nicht, dass unsere Räume verschwinden, sie verpassen den Dieben aber hoffentlich eine gehörige Abreibung. Abreibung klingt gut, oder? Ich finde schon. Au. Was tue ich da? Meine Waffen verwechseln, kein Problem.
Seid ihr ready? Ich bin nicht ready. Also können wir da vielleicht noch mal drüber reden, dass ich hier bin? Und also mein Waschbär klingelt. Oh, hallo, na? Golem-König, hi, na? Was geht? Oh, ich mach dir ja fast Schaden, junger Mann. Bitte hau mich nicht, bin auch lieb. My body is ready, meiner nicht. Au. Es läuft gut. So, also ich muss schon sagen, ich mach, also. Fantastisch, so. Au! Scheiße. Oh Gott. Tschüss. Fuck this shit out. Also, mit ein bisschen mehr Skill und Übung und bessere Ausrüstung? Hashtag der geht? Scheiße. Der hat mir auf die Nase gehauen. Es hätte mich jetzt auch sehr überrascht, hätte ich den verhauen. Ha. Guck, Frongsi hat ihre halbe Stunde bekommen. Frongsi ist jetzt wahrscheinlich im Schlafensland. Ich sortiere noch kurz meine Kisten und dann gucken wir, ob wir wen raiden können. Skill? Ja, aber so viel Skill habe ich nicht, Alseppo. Das ist das Problem. Ich würde gern die Batterien behalten. Das wollte ich nicht. Warte. Ich hab's gleich. Den Kram bin ich ja am Sammeln. Ach Gott, ich bin so ein Idiot. Please. So, RB. Ich will nur RB drücken. Dankeschön. Ich würde gerne. Das hier auch noch einlagern. Aber halt nur die Hälfte. So. Und vielleicht davon auch noch ein paar. So. Nisch, mach mal Stream an, Raid, let's go. Nein, nein. Hat mir gefallen, ist grindy. Also wäre wahrscheinlich nichts, was ich durchspielen würde. Aber hätte ich jetzt den Game Pass sehr, sehr lange. Dann würde ich wahrscheinlich schon ab und zu reinschauen. Würde mich jetzt halt auch schon motivieren. Hey, du warst gerade beim ersten Boss und so. Und da halt einfach mal drauf zu hauen.